Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Wien. Wir haben heute ein Special. Wir streamen nämlich an einem Wochentag, an dem ich sonst nie streame. Und zwar ist das der Montag. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Die Marie-Louise Vollbrecht hat sich entschlossen, ganz spontan zu mir in den Stream zu kommen. Wir haben das erst vor ein paar Tagen fixiert. Und ich sehe schon, es gibt im Chat Nachrichten, sehr gut. Ich versuche, die Marie ist schon im Hintergrund, nur ganz kurz, ich wollte nämlich etwas testen, aber ach, ich nehme dich doch gleich rein. Hallo Marie! Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, aber erstmal müssen wir noch sagen, dass heute dein Geburtstag ist. Ja, das ist nämlich ein ganz besonderer Streaming-Tag. Yay! Und deswegen, ja! It's my birthday! Ist dein Geburtstag und ich habe ja schon alle aufgefordert, heute was zum Anstoßen dabei zu haben. Deswegen werde ich mich jetzt... deswegen können wir jetzt auch mal Alkohol trinken beim Streamen. Das wird bestimmt alles nur besser machen. Cheers! Alkohol macht alles besser. Auf dich! Danke dir, danke Marie. Ich habe ja gestern etwas mehr Alkohol getrunken. Wir hatten ja unseren zweiten Speakers Corner in Wien und es war wirklich super. Also wir waren doppelt so viele Frauen wie beim ersten Mal und die Sonne ist pünktlich rausgekommen. Also am Vormittag war es noch ganz bedeckt und ein bisschen regnerisch und es sah wirklich herbstlich aus. Und am Nachmittag kam dann die Sonne raus und das hat wahrscheinlich dann noch ein paar Frauen mehr dazu motiviert, dann zum Speakers Corner zu kommen. Marie, bevor wir, das soll ja heute ein bisschen interaktiver werden, wir wollen den Chat mehr einbeziehen. Es sind auch schon einige Leute im Chat und gratulieren mir zum Geburtstag. Ich danke euch allen. Es ist so, dass ich ein Chat-Feature habe, wo ich Nachrichten von euch hervorheben kann. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Oh my God, I'm so... Moment, ich probiere da gleich nochmal was. So. Ja, also ich bin ja hier nur nach... Also du musst ja arbeiten. Für mich ist das, ich hänge hier einfach nur rum. Du bist der Gast. Nach dem Feierabend. Genau. Also ich mache hier gar nichts. Ich lege nur die Füße hoch und du machst. So, Moment mal. Warum geht denn das nicht? So. Ich muss mich nämlich, glaube ich, in meinen Chat selber anmelden und ich bin nämlich über irgendein anderes Streaming-Programm drinnen und ich weiß nicht, wie ich mich in diesem Programm bei meinem YouTube anmelde. Aber das macht auch der Charme von unseren Streams aus. Also wenn nicht mindestens 4 oder 5 Sachen nicht funktionieren, dann ist es auch nicht mehr authentisch. Aber komm. Dann können wir aufhören. Unsere Marie. Dann ist es zu glatt gebügelt. Das ist dann nicht mehr wir, das ist nicht mehr real. Es ist dann nicht mehr authentisch, aber unsere Steigerungskurve, also unsere Lernkurve ist ja wirklich groß, also exponentiell möchte man schon fast sagen. Wenn wir überlegen, der erste Stream mit dir, ich weiß nicht, war das nicht, es war doch immer wieder so, dass auf einmal der Ton nicht klappte und wir mussten wieder live gehen, immer, also mehrere Versuche unternehmen oder was war denn dann noch alles? Beschwerden über unseren Ton gab es ja noch und nöcher. Ich versuche das natürlich immer auch anzunehmen, das Feedback und auch umzusetzen. Ich hoffe, der Ton passt an dieser Stelle. Aber ja, wir streamen da ja auch live. Wir sind keine Profis sozusagen. Insofern verzeiht es uns doch bitte. Ich glaube, ich habe es hingekriegt, dass der Ton nicht so scheiße ist, aber dafür ist die Kamera schlecht. Weil ich habe zwar noch eine Kamera, aber das habe ich jetzt nicht geschafft, das auch noch zu verbinden. Aber du siehst übrigens wundervoll aus, Marie. Ich finde, ja. Also toll, toll, toll. Ich meine, wenn man dann diese ganzen Bilder, die immer also gerne von politischen Gegnern verwendet werden, sieht, dann, also es ist, also da steckt doch Sexismus dahinter. Ich meine, das kann doch nichts anderes sein, wenn man... Deswegen überkompensiere ich jetzt auch mit sexistischen Stereotypen. Mit Geschminktern. Ich bin jetzt geschminkt, ich habe ein BH an und normale Klamotten. Normalerweise, wenn wir streamen, habe ich einfach ein Pyjama-Oberteil an. Und ein Hoodie, aber, ja. Und ein Hoodie, weil das einfach am bequemsten ist. Aber ich dachte, ich muss auch mal zeigen, dass ich nicht aussehe wie eine gestörte Hexe. Ich
finde das so, nein, ernsthaft. Man muss sich ja dann doch als Frau fünfmal überlegen, sich politisch zu Wort zu melden, weil sie greifen ja wirklich ganz, ganz tief in die Sexismuskiste. Es ist alles. Also der Umgang mit mir zeigt ganz deutlich, wie man mit jungen Frauen umgeht, die man fertig machen will. Ja. Und also der beste Rat, den ich bekommen habe, immer wieder ist, es hat nichts mit mir zu tun und es hat auch nichts mit mir zu tun. Ja, es würde, glaube ich, jeder Frau genauso gehen, die jetzt hier sitzt. Und es ist auch irgendwie ganz gut, da mal so einen Schritt zurückzugehen und einfach zu gucken, okay, wie gehen sie vor, was werfen sie dir vor? Ja. Und es ist halt wirklich so, dieses sexistische Playbook, One-to-One, alles Mögliche, du bist zu hässlich, du bist irgendwie, du hast keine Expertise, du bist zu jung, du bist missbraucht worden, du hast Traumas, du bist zu dumm, du bist so proletisch. Du bist Fischbiologin, also, das machen sie ja auch. Ich bin genau Zeit. Fischbiologin, also immer, es ist schon auch immer sexistisch abwertend, also so, aber auf so eine Art, also es stellt sich jetzt keiner hin und sagt, die ist so hässlich. Ja, ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Gesellschaft, wo du das nicht mehr machen kannst, wo du nicht sagen kannst, die Alte finde ich irgendwie total hässlich. Ja. Aber es schwingt halt trotzdem so mit. Also es wird da trotzdem irgendwie, dann zum Beispiel, wenn andere Leute irgendwie mich sexistisch beleidigen, wird das dann so geteilt, so, ja, zur Dokumentation. Mhm. Und ich sage das ja nicht, ich dokumentiere das nur, aber haha, Fischbiologin, guck mal. Ja, ja. Und ja, es ist halt schon heftig. Also, ich bin halt, ja. Also nein, ich finde, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ich meine, ich glaube, jede Frau hat in ihrem Leben irgendwann Erfahrungen mit Sexismus gemacht und oder bis hin zu sexueller Belästigung. Also wenn es verbal ist, ist es ja noch immer sexuelle Belästigung. Aber wenn man, und das war ja bei dir der Fall, also vielleicht, falls jemand dabei ist, der das alles, diese ganze Kontroverse rund um deine Person nicht mitbekommen hat, sage ich vielleicht kurz, was passiert ist. What happened? Also, what happened? Du wolltest dir einen Vortrag bei der Langen Nacht der, der Wissenschaft an deiner Universität, an der du auch arbeitest, also als Doktorandin angestellt bist, wolltest einen Vortrag halten, ne? Für jeden und jede, also die Lange Nacht der Wissenschaften ist ja dazu da, damit eben Menschen aus der Bevölkerung, die vielleicht auch gar keinen akademischen Hintergrund haben, sich ein bisschen mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen können. Und das Thema dieser Lange Nacht der Wissenschaften war tatsächlich Fake News etwas entgegenzusetzen, also die Rolle der Universitäten in Zeiten von Fake News. Und du hast einen Vortrag darüber gehalten, also über die Zweigeschlechtlichkeit beim Menschen und bei ganz vielen anderen Säugetieren, und hast diesem Narrativ, der jetzt sehr stark gepusht wird, unter anderem auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland, nämlich der Vielgeschlechtlichkeit, ja, also sprich, dass also diese ganzen Narrative, da gibt es ja ganz viele Begriffe wie geframed wird das als Geschlechtsspektrum oder man wäre im falschen Körper geboren und man versucht wirklich auch diesen biologischen Grundsatz der Zweigeschlechtlichkeit nicht nur aufzuweichen, sondern tatsächlich zu widerlegen, indem man ganz oft Fake News wiederholt. Und naja, es wird ja so getan, als wäre es, also das Problem ist ja, es wird so getan, als wäre es schon widerlegt. Also ganz viele Leute haben sich ja schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt und haben halt gesagt, dass es so ist. Ja? Und man sollte sich halt vielleicht nicht mit allen anlegen. Also nicht nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch noch irgendwie mit den ganzen aufgepeitschten Geisteswissenschaftlern und auch noch mit anderen Leuten. Weil alle haben ja irgendwie was zu verlieren. Weil es gibt einfach so viele, die das halt gesagt haben. Und dann, ich glaube, es ist halt einfach nur menschlich, dass man dann
dass es einfach unangenehm ist, vielleicht zuzugeben, dass man Unrecht hatte oder irgendwie zurück. Also, wobei es ja für einen Wissenschaftler überhaupt gar nicht schlimm ist, zu sagen, okay, ich habe vielleicht irgendwas falsch verstanden oder das war mir nicht bewusst. Ja. Und das war ja auch, also der Vortrag an sich war ja auch keine Provokation, sondern der war halt erstmal nur so, okay, wir müssen halt mal die Begrifflichkeiten wieder zurecht sortieren, die Biologie rauslassen und dann halt einfach ja weitere Diskussionen führen. Aber wir können halt keine, Ja. ja, wir können keine normativen gesellschaftlichen ja, Dinge diskutieren, wenn wir halt so pseudoreligiös irgendwie uns die Realität versuchen so hinzudrehen und zu strukturieren, wie wir das halt wollen. Und darum ging es ja einfach nur so, nein, in der Biologie es gibt nur zwei Geschlechter. Das heißt nicht, dass man nicht sagen kann, okay, wir kreieren jetzt halt fünf staatliche Geschlechter. Aber in der Biologie gibt es halt nur zwei. Ja. Und das war halt so ein bisschen der Ausgangspunkt, glaube ich, für diese Wut der Menschen. Die dich dann ja traf. Es war ja dann tatsächlich so, dass dein Vortrag abgesagt wurde. Und das haben wir auch schon besprochen in einem anderen Stream. Aber vielleicht jetzt ist das ja, also das Ganze ist ja passiert Anfang Juli. Und du konntest dann deinen Vortrag nicht halten an der Universität, weil Proteste angekündigt wurden und die Universität, ja, lassen wir das, also Ich wollte einfach gerade den sagen, Vortrag lassen. abgesagt hat. Und dann fing aber etwas an, also das war ja dann nicht alles, also es fing etwas an, eine riesengroße Schmutzkampagne, die auch immer in Wellen kam, ja, gegen deine Person. Und das flaut jetzt auch immer wieder ein bisschen ab, aber es fängt dann wieder von neuem an. Und zuletzt war, ich meine, also was besprechen wir als erstes? Reden wir Ich vielleicht von glaube, der Twitter-Sperre, naja, wir haben jetzt, glaube ich, so die siebte Welle oder so. Also, du siehst es immer in meinem Namen. Ja, das kommt, das kocht immer hoch. Du hast halt nicht so einen normalen Shitstorm. Ein normaler Shitstorm ist immer, irgendjemand hat irgendwas getan oder irgendwas gesagt. Und dann regen sich alle, weiß ich nicht, 3, 4 Tage darüber auf. Und dann trendet das durch die sozialen Medien. Und dann kommt aber der nächste Aufreger. Ja, also, ich meine, diese Themen halten sich halt meistens nicht so lange. Und in dem Fall ist es halt so, weil es einfach bestimmte, ja, Akteure gibt, ich sage mal einfach auf verschiedenen Seiten, die an meinem Namen halt so ihre eigenen Kämpfe festmachen. Ja, du hast halt so diesen Kampf, diese Cancel-Culture-Diskussion auf der einen Seite, du hast so diese verrückten Trans-Aktivisten auf der anderen Seite, dass sie das halt so auf mich eingeschossen haben, also zumindest an meinem Fall so festmachen. Und deswegen wird halt oft immer wieder so Öl ins Feuer gekippt und dann entzündet es sich halt wieder. Also du hast halt eigentlich nicht so dieses, okay, Shitstorm, es geht hoch und dann wieder runter, Ja. sondern du hast so, okay, du hast eine Welle, dann hast du ein paar Tage Ruhe, manchmal eine Woche, dann geht es wieder hoch, dann kommen die nächsten Sachen. Also es kann. Jede kleine Sache kann plötzlich so komplett eskalieren und Und das Feuer neu entfachen, also. genau, und es sind ja auch diese ganzen Gerüchte, also diese Gerüchte, die immer wieder wiederholt werden und sich dann festigen. Und du kannst halt wirklich, du kannst beobachten, wie so mein Name also immer mehr mit Nazi, Faschist, sonst was assoziiert wird und inzwischen auch irgendwie, ja. Es ist ja bewiesen, dass sie Menschen bedroht hat. Es ist bewiesen, dass Ja. sie transfeindlich ist und ganz schlimme Sachen gesagt hat. Es ist bewiesen. Also so diese, ja, sowas als Gerücht anfing, vielleicht noch in der ersten Welle, jetzt sind wir bei der Ja. siebten Welle, ist jetzt inzwischen einfach schon so, ja, das Narrativ. Und das schaukelt sich halt immer weiter hoch. Und es ist halt Ja. auch nicht abzusehen, dass es Das in ist. nächster Zeit abnimmt. Also ich meine, vielleicht komme ich nochmal zu dieser Föhr-Geschichte. Darüber Ah haben wir ja ja. auch geredet. Also lass uns ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja, Vielleicht ja. erst Föhr und Ja. dann können wir über die Twitter-Sperre reden. Also bei Föhr ging es ja, ganz kurz, bei Föhr ging es ja darum, das Und ist eine kleine Insel in Deutschland, im Norden.
Genau. Und da hättest du bei einer kleinen Volkshochschule einen Vortrag halten sollen. Genau. Also es ist so, dass ich habe ja so, ich habe keine Ahnung, ich habe 3000 E-Mails bekommen in den Wochen nach der ganzen Geschichte. Und ich habe dann auch irgendwann, ich war ja auch lange krank geschrieben und war nicht an der Universität. Und das ist halt alles so ein bisschen liegen geblieben. Und ich arbeite das so ein bisschen ab im Moment. Also tut mir leid, wenn ich, also ich habe bestimmt ganz viele Sachen noch nicht beantwortet. Ich hatte auch ganz viele Einladungen zu, weiß ich nicht, Podcasts und Sendungen und Konferenzen und was weiß ich nicht alles. Und im Moment ist es halt auch so, dass ich halt A, erstmal gucken muss, was ich für Kapazitäten habe, persönliche, weil ich möchte ja auch wieder bei meiner Promotion arbeiten. Und ich will halt auch eigentlich nur so Projekte im Moment machen, auf die ich irgendwie Lust habe. Und es müssen auch nicht, ja, es müssen jetzt nicht unbedingt große Sachen sein. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss irgendwie ständig ins Fernsehen. Ja, ganz im Gegenteil. Und ich will es gar nicht so viel erzählen. Also diese Vorgeschichte war wirklich so, dass die erste Sache, wo ich zugesagt habe, nochmal irgendwo was zu machen, weil ich diese Anfrage so unglaublich süß fand. Wie schon gesagt, das Föhr ist eine sehr, sehr kleine Insel in der Nordsee. Ich war auch mal länger auf Sylt und habe da in so einem meeresbiologischen Institut gearbeitet mit der Uni. Also doch Fischbiologin. Ich finde das so sexistisch. Also nein, Nein, also da habe ich tatsächlich damit, also das war meeresbiologisches Praktikum, also könnte man schon wieder sagen, Meeresbiologin, aber naja, ich war auf jeden Fall da auf Sylt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich mag einfach die Ecke. Ich habe in der Ecke auch noch ein paar Freunde. Eine Freundin von mir hat gerade ein Baby bekommen. Dann kam die Einladung nach Föhr. So, hier, wir sind eine ganz kleine Volkshochschule. In den Wintermonaten ist hier nicht viel los. Wir können auch ja nicht viel bieten. Ja, das wäre halt einfach, wir bezahlen dir die Fahrt und eine Ferienwohnung und ein Fahrrad. Du kannst vielleicht noch jemanden mitbringen. Und ich dachte so, ja, das klingt doch total nett. Also wer kann sich dann, also da wird sich jetzt wohl ja niemand drüber aufregen. Und ich wollte das jetzt auch gar nicht ankündigen. Ja, Ich wollte ja. jetzt, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht mal, es ist ja auch im Februar, also ich hätte jetzt vielleicht irgendwann mal Anfang Februar geschrieben, so ich halte einen kleinen Vortrag. Und wenn jetzt jemand gefragt hätte, wo, hätte ich gesagt, ja, schreib mich an, ich sag dir Bescheid. Also es war jetzt nichts, es war jetzt nicht so die Marie-Supershow, ich toure durch Deutschland und halte überall Vorträge. Das könnte ich tun. Also ich habe tatsächlich auch viele Einladungen an Unis bekommen. Aber ich möchte das im Moment auch gar nicht, weil Ja. ich mir den Stress einfach nicht geben will. Ja. Und wie gesagt, diese Frau auf Föhr, wie schon gesagt, das kleine Volkshochschule wird ehrenamtlich betrieben, hat sich total gefreut. Wir haben telefoniert und ich habe zugesagt. 3 Tage später postet jemand bei Twitter, Marie-Louise Vollbrecht hält einen Vortrag auf Föhr. Mit Datum, Uhrzeit und Ort. Wahnsinn. Und ich wollte ja einfach nur rauskommen. So, ich wollte einfach, keine Ahnung, im Februar an die Nordsee. So. Vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin, vielleicht einfach alleine mit ein paar guten Büchern. Ja. Und es wird halt ein komplettes Politikum draus gemacht, aus der Sache, wo vielleicht 20 Rentner gekommen wären. Ja, also ich meine, das hat 5000 Einwohner. Wahnsinn. Und stattdessen kündigen schon wieder Leute an, zu kommen, irgendwas zu boykottieren. Und dann gibt es halt eigentlich, also weißt du, das ist dann halt für mich so, also dann haben ja auch Leute geschrieben, so ich komme auf jeden Fall, weil ich will dich dann auch sehen. Also nicht mal jetzt Protest, der sich angekündigt hat. Da kommt ja auch immer wieder die andere Seite und sagt so, ah, oh, voll toll, im Frühling nach Föhr. Und ich denke mir so, ich wollte jetzt überhaupt nicht diese Insel überrennen. Stell dir vor, so 1000 Lehmann-Aktivisten, ne, auf Föhr, wie sie die Insel nieder brettern, weil du einen Vortrag für 20 Pensionisten hältst. Ist doch absurd, oder?
Ich meine, 50 eklige Protest, also eklig meine ich jetzt in der Form, wie sie protestieren, nicht, dass die Menschen eklig sind, aber Ja. ja, dann auch Leute so, ich hoffe, die Fähre geht unter. Oder es gibt ja auch Herbststürme, aber ich denke, wo kommt dieser Hass her? Ganz ehrlich, was interessiert es irgend? Also denkt ihr wirklich, irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich meinen Vortrag, den ihr doch jetzt alle gesehen habt, ja, wo es einfach nur um Biologie geht? Ich hätte natürlich noch ein bisschen aufgepeppt und ein bisschen mehr Nordsee-Getier mit reingenommen in den Vortrag. Aber dass die Leute dann so tun, als würde die Welt untergehen, wenn ich irgendwo über Biologie spreche, das habe ich einfach nicht erwartet. Also es ist im Ende Februar. Ja. Und Und wie, und hältst du jetzt den Vortrag trotzdem oder was ist jetzt der Stand der Dinge? ja, das ist halt die Frage. Halte ich jetzt diesen Vortrag? Möchte ich mir irgendwie nochmal so diesen Stress antun? Einerseits, ich werde in meinem Leben noch viele Vorträge halten. Das hat einfach Ja. mein Job so an sich. Oder Ja. mein angestrebter Job. Also als Wissenschaftlerin hältst du halt auch mal Vorträge und Ja. kannst nicht. Ich kann jetzt halt nicht einfach davon. Also, ich kann jetzt nicht einfach einklicken und sagen, gut, ich halte jetzt einfach nie wieder einen Vortrag. Ja. Ja, natürlich. Keine Ahnung, was ist, wenn ich mal dann eine Postdoc-Stelle habe an der Uni? Was ist, wenn ich wieder Lehre mache? Also ich werde mich ja früher oder später wieder vor Leute stellen und auch wieder reden müssen. Und von daher würde ich es nicht absagen. Also es ist ein bisschen enttäuschend, weil es war ja eigentlich gar nicht geplant als neue aufregende Aktion. Es war eher als ein bisschen erholsame Sache geplant. Ich würde es von mir aus nicht absagen, aber die Frage ist jetzt halt auch, wie geht die Volkshochschule damit um? Also will ich wirklich jetzt diese nette Frau, die jetzt auch schon, also ich war, also ich hatte den Eindruck, sie ist jetzt nicht, ja, gebürtige Deutsche, ich weiß es nicht, aber Ja. ich hatte schon einen Akzent, als wir geredet haben, und sie hat diesen Ankündigungstext geschrieben. Und ist dafür, also dieser Ankündigungstext ist schon dermaßen bösartig zerrissen worden Wahnsinn. und über dieses, also den Ort wurde sich schon hämisch ausgelassen und möchte ich einfach so total unschuldige Leute da reinziehen? Möchte ich, dass ich jetzt eine Volkshochschule, also eine kleine ehrenamtliche Volkshochschule damit auseinandersetzen muss, dass da vielleicht Leute kommen und randalieren? Ja. Ja, ich Ist halt verstehe dich. auch, also Ja. es ist halt, ich müsste halt nochmal mit denen reden, wie die das sehen. Ich könnte es dann auch total verstehen, wenn die sagen, ja, nee, wir wollen aber auch hier keinen Ärger. Allerdings ist es dann so, wenn die absagen, ja, dann bin ich schon wieder gecancelt worden. Und Ja. das haben jetzt auch schon Leute geschrieben, so, ja, sie werden nur den Vortrag angekündigt, damit sie wieder gecancelt wird, weil ihre 15 Minuten Ruhm. Und ich meine, wenn Wahnsinn. die Leute aber. Das ist doch typisches Mobbingverhalten. Also ganz ehrlich, es ist ja, du kannst ja nichts mehr machen. Also das, selbst wenn du jetzt, und das wollen sie ja, sie wollen ja, dass du gar keine Vorträge mehr hältst. Das ist ja das Ziel. Deswegen versuchen sie What's auch die. gonna happen? Ja, genau. Und wenn du aber dann wieder irgendeiner die Sache zusagst, dann wird dir unterstellt, dass du diese Sache nur zugesagt hast, damit du sozusagen, wenn dann der Hass kommt und diese ganzen Cancel-Aufrufe, damit sie sagen können, schau, das wollte sie ja. Sie wusste ja, dass das passieren wird. Und. Ja, ich meine, natürlich kann man in deiner Situation vielleicht davon ausgehen, dass die eine oder andere Sache wieder ein paar Idioten dazu veranlasst, sich furchtbar darüber aufzuregen und nicht nur aufregen, sondern wirklich auch, dass diese Leute versuchen werden, diese Geschichte eben zu canceln. Aber deswegen sollst du jetzt nichts mehr machen, auch nicht für eine wirklich, wirklich nette Frau auf einer kleinen Insel in der Nordsee. Ja, und das erwarten sie sich. Sie erwarten Ja. sich, dass du parierst und dass du in ein kleines Loch kriechst und man Ich nie wieder glaube, mehr was von dir hört. genau. Ich glaube, das Ziel ist, zu sagen, keine Ahnung, lösch alle deine Social Media Sachen und die Uni soll mich am besten rausschmeißen und ich soll keine Studenten mehr
unterrichten und ich soll überhaupt nie wieder öffentlich nur einen Ton sagen. Ja. Und selbst dann, ja, also du, bei jeder Bewerbung, wo du halt irgendwas machst, also wenn ich jetzt nicht irgendwie sage, okay, ich arbeite in einem Archiv oder so und ich arbeite irgendwo, wo ich nie wieder mit Leuten was zu tun habe, aber das, ich finde es eigentlich ganz okay, weiterhin was mit Menschen zu tun zu haben und ich mag ja auch eigentlich das Unterrichten ganz gerne. Es ist Ich halt finde so, das, ja. das wird halt nicht weggehen, ja. Das ist halt, es klebt so an dir und es wird immer wieder hochkochen. Also, keine Ahnung, ich habe auch immer gedacht, so wollen die, dass ich mich irgendwie umbringe? Also, es ist halt wirklich so, es ist, also nicht, dass ich jetzt die Tendenz dazu hätte, aber ich habe mir schon gedacht, wie würde ein Mensch damit umgehen, der vielleicht nicht so stabil ist, Ja. der jetzt nicht so viel Unterstützung auch hat. Ja. Ganz ehrlich, wie wäre ich noch damit vor 10 Jahren umgegangen? Also zum Glück bin ich Anfang 30 Ja. und denke mir auch inzwischen, oh Gott, dann sagst du halt, dass ich hässlich und unfickbar bin. Interessiert mich halt nicht. Mach sich, also dann nimmt ihr halt schlimme Bilder von mir und lasst sie im Fernsehen laufen, ja, oder ihr schreibt schlimme Sachen. Das trifft mich tatsächlich jetzt einfach nicht mehr so. Aber was ist, wenn man halt jünger ist, ja, und vielleicht noch nicht so gefestigt? Und das ist echt gefährlich. Also diese Shitstorm-Mentalität, die kann wirklich jemanden zerstören. Ja. Ich meine, ich denke mir, weil du von den Bildern sprichst, ich meine, chronologisch käme ja dann die Twitter-Sperre als nächstes, aber ich meine, sag du, sollen wir über die Twitter-Sperre vorher Du, sprechen? Donna, du machst es Okay. organisch, du moderierst es Ich an. würde vielleicht ganz kurz, weil es auch im Chat kommt, eben mit dem Beitrag von der ARD. Also, es haben jetzt gerade ein paar mehr Leute mir zum Geburtstag gratuliert. Danke, meine Lieben, nochmal. Also, danke dir. Auch Petra Paspar hat mir gratuliert. Danke, danke. Ja, vielleicht da, genau. Ja, tut mir leid, ich habe eigentlich ein cooles Tool mir jetzt installiert, damit ich eure Fragen an Marie auch einblenden kann. Aber irgendwie kann ich weiß nicht, Dann ich musst du habe nur dir einfach Angst, vor, dass. du bist jetzt vor, dann lies sie doch einfach Ja, vor. genau. Weil ich habe so Angst, dass wenn ich jetzt irgendwas mich verdrücke, dass ich dann den Stream beende oder so. Und deswegen mache ich das jetzt lieber nicht. Keine Du Spielchen musst hier. einfach chillen, Donna, weil wir kommen so weit, wie wir kommen. Ja. Wir müssen jetzt ja auch nicht 5 Themen durchkauen. Wir können jetzt auch Nee, nee. erstmal, wenn Fragen sind zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe oder zu dem, was du gesagt hast, dann können wir Fragen beantworten. Ja, also Valet schreibt, by the way, liebe Grüße an die ARD-Redakteure, die hier gerade zugucken, um den nächsten Kontrastebeitrag wieder mit verzerrter Realität zu füllen. Ich finde, dass du völlig recht hast, Valet. Ich Oh würde vielleicht Gott, an sind die dieser. Sch da? Warum stalken die mich? Oder vielleicht nimmt das nur an, ich weiß nicht, sind die da? Ich meine, wenn ein Redakteur jetzt Gott. gerade zuguckt, schämt euch. Wirklich, schämt euch in Grund Shame und on you. Boden. Wirklich. Es ist. Letztklassig. Die ganze Sendung war ja durchsetzt von Frauenfeindlichkeit. Und es haben ja, zumindest bei dem Beitrag, wo du erwähnt wurdest, haben fast ausschließlich Männer daran gearbeitet. Ich glaube, Nur eine Männer. Frau. Nein, die Frau hat nur moderiert. Das waren nur Männer. Ach so, ja, okay. Das heißt, der Beitrag wurde zur Gänze nur von Männern erstellt und man merkt, er ist durchsetzt von Misogynie. Ich fand den Beitrag mit Sarah Wagenknecht, der davor kam, auch schwer problematisch und extrem gefärbt. Und ich frage mich ernsthaft jetzt, mag er zu der Sache mit dir oder zu dieser ganzen Debatte rund um geschlechtliche Selbstidentifikation, denn der Grund, warum das alles passiert, ist ja, dass die deutsche Bundesregierung ein Gesetz in Planung hat, das hätte dieses Jahr kommen sollen, das soll jetzt scheinbar erst Anfang nächsten Jahres kommen. Und da soll es dann jedem und jeder möglich sein, innerhalb von wenigen Minuten den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde, im Pass zu ändern und damit Zugang zu Frauenrechten, Frauenräumen erhalten. So, und deswegen gibt es eben einige Frauen, die, weil es eben keine Debatte angeleitet, zum Beispiel durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dazu eigentlich dafür bezahlt wird, ja, damit solche Debatten auch geführt werden, der macht das natürlich nicht, weil der hat sich längst auf eine Seite gestellt. Und wenn dann
einige wenige Frauen wie du oder wie eine Eva Engelken oder die, die Frauen, die jetzt gerade vor dem grünen Bundesparteitag in Deutschland protestiert haben, von der Initiative Lasst Frauen sprechen. Wenn diese wenigen deutschen Frauen sich zu Wort melden und dann wird mit voller Härte zurückgeschlagen, nämlich mit, man muss sich vorstellen, also es hat ja keine von euch, von uns Ressourcen, nicht ansatzweise so starke wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und trotzdem scheuen sie nicht davor zurück, mit wirklich den dreckigsten Mitteln vorzugehen. Und, oh, ich könnte die Fragen vorlesen. Wollt ihr die Fragen hören? Ja, bitte. Die mir geschickt wurden? Sorry. Ja. Ich würde nur vielleicht ganz kurz, diesen einen kurzen Beitrag von Kontrast zeigen. Ich kann leider nicht mehr wie ein paar Sekunden vorspielen, sonst fleckt mich die ARD wieder. Auch peinlich. Ich meine, muss echt sagen, es hat mich bis jetzt noch kein Privatsender oder niemand hat mich je gefleckt. Auf YouTube ist es ganz normal, Sachen zu kommentieren, vor allem politisch. Aber deswegen zeige ich jetzt nur ganz kurz einen Ausschnitt von... Oh Gott, das Bild. Ja, es tut mir urleid, aber okay, die Leute sollen... aber die Leute sollen mal das Bild angucken, weil meine Mutter meinte, das Bild ist bearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie die Bilder bearbeitet haben. Also ich habe gesagt, ich gebe ihm einfach mal Benefit of the Doubt, dass wenn man redet und das Licht und der Schatten irgendwie komisch sind, man vielleicht auch nicht so aussieht, wie man aussieht. Aber sie meinte, so safe haben die diese Bilder von dir irgendwie noch bearbeitet und die so ein bisschen in die Breite gezogen. Weil so siehst du nicht aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber schauen wir mal ganz kurz rein. 58, das heißt, ich schaue ein paar Sekunden. Und schnell eine Lawine ins Rollen bringen. War es also ihr Kalkül, Dana Maar mundtot zu machen? Zu einem Interview ist Marie-Louise Vollbrecht nicht bereit. Schriftlich erklärt sie uns, unsere Unterstellung sei so absurd wie boshaft. Und sie. So, das reicht. Ich will nur kurz sagen, die Musik, die kennt man sonst nur von Medical Detectives, oder? Ich meine, Leute, sie inszenieren dich wie eine Serienkillerin. Das ist doch eine fassungslose, also das ist eine Frechheit. Ja, es ist schon, ich musste halt echt lachen, als ich es gesehen habe. Ich meine, was soll das? Was denkt man sich dabei? Ganz ehrlich, das ist so, so stark gefärbt politisch, so stark gefärbt, dass sie ganz, also diese Redakteure könnten, wenn es mit der ARD nichts wird, genauso gut zu Russia Today gehen. Ganz ehrlich. Also wenn du, das ist Propaganda. Das ist nicht mehr beide Seiten hören oder, und vor allem, weil sie ja jetzt hier sagen, zu einem Interview seist du nicht bereit gewesen, dann kannst du gleich deine Fragen vorlesen. Nur Eva Engelken war zu einem Interview bereit. Die sind dort hingefahren, haben sie 3 Stunden lang interviewt. Also bei 3 Stunden kann man ja schon von einer Inquisition sprechen, will ich sagen. Nur um einen ganz kleinen Sekundenausschnitt zu nehmen, wo sie sich verhaspelt, also wo sie ein bisschen ins Stottern gerät. Und das ist ja auch eine Inszenierung. Ich meine, wie kann man nur so dreist sein und jemanden 3 Stunden interviewen und dann gar nichts inhaltlich von der anderen Seite hinstellen? Weißt du, wie ich meine? Sondern einfach und ich hätte ich es gewusst, dann hätte ich Eva auch gewarnt, nicht mit denen zu reden. Weil das Ding ist ja, bei diesen Presseanfragen, die sind ja immer scheiße nett, so. Ja. Und auch gerade, wenn du denkst, okay, es ist ARD, es ist öffentlich-rechtlicher, RBB, es ist eine Politiksendung, ja. Das ist ja nicht so, Bild TV fragt mich an, obwohl auch danke, dass Bild TV mich angefragt hat, oder Servus TV oder so. Aber ich meine, du hast halt auch nochmal so eine andere Erwartung. Du hast den Bias. Du denkst dir so, da arbeiten ordentliche Leute. Ja, das ist ja auch so. Die werden keine Beiträge wie Russia Today machen. Und wie ich schon geschrieben habe, so, das ist ja einfach so dieses, vielleicht dieser bildungsbürgerliche Teil in mir, der denkt, okay, das ist seriös. Also, das ist seriöser als eine Anfrage von RTL 2, wenn dich der öffentlich-rechtliche Rundfunk anschreibt. Das ist auch, wenn dich die Zeit anschreibt, ja, auch wenn es Zeit Campus ist. Du denkst, du gibst erstmal so einen kleinen,
du gibst ihnen so diesen kleinen Vertrauensbonus, weil es so Instanzen sind. Und deswegen finde ich auch, wenn die so abdriften, ich finde es sehr gefährlich, weil einfach, weil sie ja gerade eigentlich so sich höherer Berichterstattung und besseren journalistischen Standards verpflichtet haben, beziehungsweise damit auch immer ihren Wert erklären. Sie sind gesetzlich, verfassungsmäßig dazu verpflichtet, vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dazu verpflichtet, nur alleine deswegen nur. Also ich meine, alle Journalisten sind verpflichtet, aber ja. Du würdest halt, also das wird dir ja immer irgendwie um die Ohren gehauen, so wir brauchen den Öffentlich-Rechtlichen, weil wir brauchen halt diese unabhängigen Medien, ja, und objektiv und so. Ich war da auch immer komplett an Bord, aber solche, wenn Leute dann so vorgehen, dann zerstören die halt auch ganz stark das Vertrauen der Menschen in diese Instanzen, ja, und ich bin jetzt wirklich niemand, der sagt, ja, Lügenpresse und Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Aber ich fange aber an, diese Leute zu verstehen. Weil wenn du, ganz ehrlich, wenn du merkst, wie die mit einem Thema ja so fahrlässig umgehen, und das ist jetzt nicht nur der Öffentlich-Rechtliche, das sind viele andere Medien auch bei dem Thema, kann ich dann wirklich davon ausgehen, dass die bei anderen kontroversen Themen ordentlich berichten, also unvoreingenommen berichten, dass es da auch, dass es da vielleicht auch mal die zwei Seiten gibt. Ja, ich meine, deswegen lese ich auch gerne verschiedene Zeitungen, weil ich ein Thema gerne von einer Seite betrachte. Aber wenn ich jetzt merke, so, ja, und das ist halt, das steht hier halt auch auf dem Spiel, ja, das Vertrauen der Menschen, nicht nur in die Politik bei dem Thema, auch in die Medien als sogenannte vierte Staatsgewalt. Und es ist halt auch einfach noch so eine naive. Ja. Du hast, also, es ist so eine naive Annahme. Deswegen bin ich auch einfach echt froh, dass ich Leute habe, die mich beraten bei sowas inzwischen. Weil du merkst ja, eine unbedachte Bemerkung, eine doofe Diskussion, die ich vielleicht habe online, und es fliegt mir alles um die Ohren. Alles wird gegen mich verwendet. Ja. Und deswegen ist es halt bei mir wirklich so, dass ich alles, was reinkommt, prüfen lasse von meinen Anwälten und auch anderen Leuten. Und dann kam auf jeden Fall so, auf gar keinen Fall. Was haben sie dich denn gefragt? Da, sag mal, also erstmal kam halt, auf einmal kam so, auf gar keinen Fall wird es da fair sein. Also es haben ja ganz viele Leute gesagt, auf gar keinen Fall wirst du dort eine faire Repräsentation bekommen. Und dann habe ich halt den Tipp bekommen, ja, dann frag doch einfach mal, ob du die Fragen schriftlich vorher haben kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich beantworte gerne alle Fragen, aber schriftlich. Ich weiß nicht, ob das so zum guten Ton gehört. Eigentlich macht man das nicht, glaube ich, die Fragen alle zu... Als Politiker, ja. Also in Österreich und in Deutschland schon. In Amerika ist es ein komplettes No-Go. Also da darfst du einen Journalisten gar nicht fragen, ob er dir die Fragen vorher schickt. In Österreich, in Europa ist das schon auch üblich. Also auch Politiker können vorher fragen. Nein, ich weiß, ob ich das jetzt alles so effektheisch und irgendwie auspacke, ja. Mhm. Aber ich meine, die eine Frage hatte ich ja schon hochgestellt. Also du konntest schon an den Fragen erkennen, es waren 7 Fragen, die war nach dem Motto, warum haben Sie Frau Ma einen Soziologen genannt? Also warum haben Sie misgendert? Warum? Warte, ich werde es jetzt nicht vorlesen. Hallo, das war das generische Maskulin. Ja, weil, also ich habe ja auf die Fragen auch geantwortet mit nochmal dem Fokus, dass diese Antworten bitte auch nicht sinnentstellend zurechtgekürzt werden. Also waren sehr kurze Antworten auf die Fragen und wahrscheinlich hätten diese Antworten ihnen dann auch ein bisschen die Story kaputt gemacht, denn sie haben dann nur ein kleines Statement haben sie dann genommen. Das mit der Boshaftigkeit, ja. Genau, also dass ich gesagt habe, das ist ja wohl, also allein mich das zu fragen, ist, finde ich, boshaft, also eine boshafte Unterstellung. Aber sie haben sie im Beitrag, warte ganz kurz, im Beitrag lassen sie es ja so dastehen, dass du nicht bereit warst und dass du sogar geantwortet hast, dass sie boshaft sind. Aber du hast ja gesagt, du bist bereit zu schriftlichen Antworten und die Boshaftigkeit bezog sich eben auf den Fragenkatalog, also nicht die alleinige Anfrage,
hast du nicht als boshaft abgetan. Also weißt du, ich meine, also es kommt in dem, ja. Also es ging nicht um die Anfrage, es ging darum auf, dass sie einfach mich, ich gucke nochmal gleich nach, wie die Frage ungefähr war, aber es war irgendwann nach dem Motto, ja, ob ich denn das gut finden würde, wenn irgendjemand bedroht wird oder so. Dann habe ich gesagt, das ist ja wohl absolut boshaft, das so drehen zu wollen. Natürlich finde ich das nicht gut. Also ich meine, ich verurteile jede Form von Gewalt. Ja. Und dann haben sie das irgendwie so nach dem Motto, ja, das stimmt, die haben schon so ein bisschen gedreht, dass das alleine, ja, dass die Interviewanfrage boshaft gewesen wäre, aber es war nicht so. Wait, sorry, es dauert ein bisschen. Kein Problem, ich sag vielleicht noch ganz kurz, also in dem Beitrag stellen sie es ja so dar, also der Beitrag beginnt ja mit dem schrecklichen Tod von Malte, einem Transmann, und der wurde ja beim Dyke March, oder war es die Pride in Dresden? Es war auch nicht Dresden, es war Münster, aber egal. Ah ja, entschuldige. Na, auf jeden alles Fall. Alles das Gleiche. Es ist alles Deutschland. Nein, nicht sonst. Für dich meine ich. Ja, es ist halt schwierig, immer auseinanderzuhalten. Es sind so viele Dinge passiert. Naja, auf jeden Fall wurde niedergeprügelt und er lag dann ein paar Tage nach der Attacke durch einen Mann, durch einen afghanischen, es war kein afghanischer Mann, es war ein, ich glaube aus Tschetschenien oder aus irgendeinem dieser Teile, die in Russland sind, also mit muslimischem Hintergrund, aber das spielt ja jetzt eigentlich gar keine Rolle, aber wurde homophob angegriffen und beziehungsweise hat er lesbische Frauen angegriffen, der Täter, und beschimpft. Und da ging dann Malte dazwischen und wurde dann eben tätlich angegriffen und starb dann. So, das ist die Geschichte, dass ich sie rausbekomme. Und es wird, und das wurde ja gleich danach auch versucht von auch Grünen und ganz vielen Linken, wurde ja sofort versucht, diese Tat uns Feministinnen umzubinden, ja, also nach dem Motto, wir würden diesen Hass schüren, ja, und auch diese Frage stellte der Beitrag bei Kontraste, woher kommt der Hass? Das heißt, sie beginnen mit Malte, mit der Story, und es wird sofort impliziert, dass du und, also es entsteht der Eindruck, dass du und Eva Engelken jetzt für diesen schrecklichen Tod, für diese schreckliche Gewalttat, diese Homophobe, dass ihr das zu verschulden hättet, ja, als ob der Täter irgendwann geplant hätte, Evas Buch zu kaufen oder zu deinem Vortrag zu gehen. Das ist doch absurd. Und das finde ich einfach so unredlich. Da geht man wirklich bis ans Äußerste, um Frauen wie dir, die einfach nur sagen, es gibt zwei Geschlechter, schlimmste Formen der Gewalt anzudichten. Ja, du musst halt sehen, wenn du sagst, es gibt nur zwei Geschlechter, kommt erstmal, das stimmt nicht, dann versuchen sie dich zu widerlegen und wenn es nicht geht, dann kommt der Vorwurf so, warum ist dir das überhaupt so wichtig? Es ist doch egal, lass doch die Leute machen, was sie wollen. Ja. Warum musst du so biestig sein? Und wenn du dann nicht darauf reagierst, also auf diesen Vorwurf einfach unnett zu sein und Leute nicht in Frieden ihr Leben leben zu lassen, dann kommt dann irgendwie so als nächste Eskalationsstufe, ja, das mag ja die Wahrheit sein, aber durch das Aussprechen der Wahrheit schaffst du ein Klima der Gewalt. Und allein das muss, oder, also das Klima der Gewalt mit diesem, du befeuerst diesen stochastischen Terrorismus und unterfütterst den mit Fakten, oder die Fakten führen dazu, dass sich Menschen umbringen. Ja, das ist halt so diese, finde ich, so diese Stufen, ja, wo halt versucht wird, dass Leute nicht mehr die Wahrheit aussprechen können. Ja, es ist, und emotionale das ist halt, Erpressung. Es ist total emotionale Erpressung. Und ich sehe, also das ist so für mich als Frau, sozialisierter Mensch, auch ganz, ganz, ganz schwierig, weil jedes Mal, wenn man mir den Vorwurf macht, dass ich damit Menschen verletze, das total schlimm für mich ist, weil ich möchte überhaupt niemanden verletzen. Andererseits ist es total widersinnig zu sagen, Leute sind so tief verletzt, wenn du einfach einen biologischen Fakt aussprichst. Es gibt nur zwei Geschlechter und dann kriegst du gespiegelt, warum bist du so gemein, dass du das sagst. Das verletzt Leute.
Aber jetzt frage ich dich vielleicht gleich ganz direkt, das ist ja auch gerade, was deine Person angeht, immer der Vorwurf der Gegenseite. Oder damit glauben ganz viele Linksliberale, ist auch ein bisschen ein widersprüchlicher Ausdruck, aber halt, also so gerade so bürgerliche Journalisten, dass du ganz böse seist und ziehen dafür Tweets von dir heran, die du mal getätigt hast. Ja? Oft ganz verzerrt dargestellt, also du hattest ja bis zu dem Vortrag immer einen Anon-Account, also einen anonymen Account und warst dort auch immer sehr lustig unterwegs, ja, und hast oft ein paar Spitzen ausgeteilt. Ja, ich meine, ich habe halt einfach einen vielleicht ein bisschen bösen Humor, kann man schon sagen, also sehr schwarzer also Humor. Böse würde ich ihn nicht mal bezeichnen, es ist ja, einfach lustig. Ich meine, ich kann schon verstehen, wenn Leute sehr sensibel sind, dass sie sagen, oh, das ist so gemein, aber ich habe halt wirklich nicht versucht, mich über, also die Leute tun immer so, als hätte ich irgendwelche Leute gemobbt, als hätte ich irgendeiner Transfrau gesagt, du siehst aus wie ein Mann und du bist hässlich und du kannst nie eine Frau sein und so. Also das ist ja auch so dieser Begriff der Transfeindlichkeit. Was ist denn transfeindlich? Ja, also alles Mögliche ist transfeindlich. Wenn man sich, ich habe mich halt schon hart darüber lustig gemacht, wenn irgendein Dude, der halt, keine Ahnung, Mitte 30 ist, auf der Suche nach seinem Gender ist und sich irgendwie fünfmal also irgendwie versucht, jetzt hier so seinen Platz in dieser Gender-Ideologie zu finden, weil er möchte bloß kein weißer Cis-Mann sein. Mache ich mich dann über die Person lustig? Natürlich ein bisschen, ja, aber ich mache mich ja nicht, ha, der ist so dumm, sondern, oh mein Gott, guck mal, wie diese Bewegung irgendwie ist. Und ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie einen Menschen rausgesucht und den konstant fertig gemacht. Also man kann natürlich schon darüber reden, ich weiß nicht, immer nett. Nein, also bestimmt nicht. Ich reagiere halt auf Anfeindung mit Spott. Ja. Und es ist halt ein bisschen kindisch, das zu sagen, aber da ich jetzt in diesen ganzen Gerichtssachen immer dazu gezwungen bin, es spielt schon eine Rolle, wer angefangen hat. Ja. Und was der andere zu dir gesagt hat. Und wenn der andere sagt, du bist ein dreckiges Arschloch-Nazi, weil du trans nicht als Adjektiv verwenden kannst, dann ist ein bisschen Spott auf der anderen Seite immer das im Verhältnis zu betrachten, ja. Ja. Und genau, also aber natürlich, wenn man sich jetzt irgendwie so diese, es sind ja auch immer 5 Tweets, wo man sagen kann, könnte man es diskutieren, waren die nett, hätte man so sagen müssen, keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, dass ich in 95% der Fälle eigentlich nicht bösartig war und auch niemanden persönlich angreifen wollte und verletzen wollte. Sie nehmen ja, sie reißen ja zum Beispiel deine Tweets auch gerne aus dem Zusammenhang, ja, also weil sie natürlich auch, also was die Gegenseite gerne tut, ist auch die Tatsache nutzen, dass viele Leute gar nicht wissen, wie Twitter funktioniert, ja, dass es da schon so ist, dass also es ist ein Debattenraum, ein sehr anstrengender, wenn man so will, oft. Aber man bezieht sich ja mit deinem Tweet. Man sagt das ja nicht einfach lose in die Luft, also raus, sondern man bezieht sich immer auch auf eine Unterhaltung oder auf ein Thema, das gerade aktuell ist und trendet. Und erst letztens habe ich gesehen, dass eine Journalist, die deinen Garten, rostigen Gartenscheren-Tweet, den du irgendwann mal gebracht hast vor einem Jahr, so aus dem Kontext gerissen und verfälscht hat und behauptet hat, du redest in diesem Tweet über Transpersonen, was ja überhaupt nicht der Fall war. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnern kannst. Ey, die Sache ist, wie tief musst du graben, bist du? Also, ich meine, diese Leute, die krempeln seit Wochen mein Leben auf links, um irgendwas zu finden. Irgendwas, was zeigt, was für ein falscher, böser, rechter Mensch ich bin, ja. Mhm. Und das Einzige, also die Sache, die sie auch, weil das kannst du halt machen vor Gericht, du kannst alles Mögliche einreichen, ja, auch wenn es mit der Sache nichts zu tun hat. Mhm. Und quasi immer die Gegenseite, um zu zeigen, wie, was für ein charakterloser, bösartiger, gewaltbereiter Mensch ich bin, wird halt immer dieser fucking Joke mit der Gartenschere. Aber weißt du, warum sie das machen? Das ist schon so
absurd für mich. Also, es war halt einfach, keine Ahnung, irgendein. Ich glaube, ich hatte mit dem gar nichts so zu tun. Ich glaube, der war auch so ein bisschen Siffer-Troll-mäßig drauf. Ich weiß es gar nicht. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Irgendeine andere, mit der ich interagiert habe, hat da irgendwas Lustiges drunter geschrieben auf Drop Man Fetisch. Alle möglichen Leute haben Fetische drunter geschrieben. Und ich meine, Kastration ist halt auch ein Fetisch. Ja, Ja, da habe ich halt einfach also. geschrieben, ja, Kastration. Und er ist ja auf den Joke eingegangen. Und er hat dann gesagt, so, ja, wie würdest du es denn machen? Aha. Und ich habe gesagt, weil es gibt halt von den Ärzten dieses Lied, ja, Schwanz ab, Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeitswahn. Wo ich auch denke, wenn ein Mann sowas sagt, ja, ist es lustig. Wenn eine Frau das sagt, ist es anscheinend irgendwie Genozidaufruf. Und ich habe mich einfach darauf bezogen, auf das Bild der männerhassenden, schwanzhassenden Feministin und sage, natürlich mache ich das mit der rostigen Gartenschere, so wie sich das für eine Latzhose Und du hast tragende dich gar nicht bezogen auf Emanze irgendwas mit gehört. Trans. Es ging Natürlich, es hatte überhaupt nichts mit Trans zu tun. Es war auch, ich habe auch niemanden bedroht. Aber da siehst du, wie komplett absurd das ist und wie ich jetzt irgendwelche Stellungnahmen zu diesem doofen Witz schreiben muss. Also, Es ist absurd. Du darfst als Frau in unserer Gesellschaft nicht mal witzig sein. Du nein, du darfst es darfst nicht vor mal allem keine, du probieren. darfst halt auch keinen Schwanzwitz machen, ja? Also, ich habe gemerkt, okay, anscheinend als Frau ganz schwierig. Böser Humor als Frau kommt nicht gut an. Ja, also ich weiß nicht, welche irgendwelche Podcasts anhöre, weil wenn ich hier mit irgendwelchen Dudes rumhänge, ja, da kommt irgendwie ein dummer Witz nach dem anderen. Aber wenn ich einen Joke mache, ja, dann wird das halt irgendwie tausendmal schwerer gewogen. Also allein dieser Hass, dass ich einfach nur aus Joke nicht das Wort Penis benutze, sondern die letzten beiden Buchstaben umdrehe und sage, Pensy, ja. Also ich meine, was es für Gewaltfantasien gibt auf der anderen Seite von Leuten, die mir dafür schon auf die Fresse hauen wollen. Ja, das sagt irgendwie schon alles. Ja, Und du dann habe ich darfst, auch gelernt, das ist ein, wir leben ja, zwei, ja. genau, zwei Sachen. Erstmal, du bist eine Frau und dann bist du auch noch Wissenschaftlerin. Und ich habe auch gelernt, als Wissenschaftler hast du, auch wenn du anonym, privat im Internet unterwegs bist, immer anscheinend die Würde deines Amtes zu wahren. Ja, als wäre ich jetzt irgendwie Politikerin. Und ich glaube auch Politiker, ich glaube Angela Merkel macht auch Schwanzwitze. Vielleicht manchmal, wenn sie mit ihren Freundinnen rumhängt. Wir wissen es nicht. Ich glaube ja. Weil, warum nicht? Und es hat auch nochmal, dass diese Leute dann so dieses, sie hat sich komplett disqualifiziert. Die Uni muss sie auf jeden Fall vor die Tür setzen. Sie darf nie wieder Lehre machen, denn sie hat einen Schwanzabwitz gemacht. Und ich stehe halt wirklich so daneben und denke mir so, ist es 1950 oder haben wir irgendwie 2022? Also, Vor allem auf Twitter oder Social Media funktioniert ja oft auch mit dieser Meme-Culture. Und das ist jetzt wirklich auch, glaube ich, beim letzten Boomer angekommen. Ich verwende die Begriffe nicht so gern, aber jetzt nein, nur um Boomer den ist Punkt. sehr verletzt. Nein, Spaß, keine Verletzend, Ahnung. ja, nein, aber weißt du, was ich meine? Also, man weiß doch, was Meme-Culture ist. Und oft ist es ja so, dass irgendjemand postet auf Twitter so, eben wie du jetzt auch sagtest, so postet mal das drunter und die Leute. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal gesehen, so postete mal ein absurdes Schild. Und dann scrollt man halt durch die Druckos und ich musste mich dann wirklich schlapplachen bei manchen Schildern, die es echt gibt im echten Leben. Und diese Schilder waren teilweise auch total, also das ist ja oft dieser Provinzhumor, wenn du in irgendeine Gaststube gehst und dann dort ein dummes Schild hängt, ja. Und na, Nona näht, würden wir in Österreich sagen, ist da mal irgendwie was mit Penis dabei, ja. Und alle finden das immer witzig und es ist alles Ist möglich das witzig? und Easy Comedy. aber nein, oft ist es ja dann oft, also gerade bei diesem Humor, ist es ja dann so, wenn es von Männern kommt, wie du schon sagtest, und wenn es schon eine Art Huldigung des Penis ist, also des Phallus, dann ist das alles gut, ja, also das darf man dann schon machen, aber so bald, und da gebe ich dir völlig recht, ich wurde ja auch gesperrt wegen einem Thread, wo ich Pansy geschrieben habe. Das habe ich ja dann von dir übernommen einmal und auch versucht, so ein bisschen witzig zu sein. Und wurde sofort gesperrt und war 3 Monate auf Twitter gesperrt. Weil Männer das nicht abkönnen. Sie wollen nicht, dass du den Phallus bedrohst. Und sie sehen das fast schon als Blasphemie. Es ist ketzerisch. Es ist ketzerisch über.
Ja, so und was zu ganz reden ehrlich, hätte ich oder irgendwie, lustig zu sein darüber. ganz ehrlich, wäre ich neben der Uni, also wäre ich jetzt als Doktorandin bei OnlyFans und würde da kinky Kastrationsvideos machen. Und da würde niemand fordern, dass die Uni mich rausschmeißt. Ja, aber das wird dann wieder Empowerment. Aber, Ach, Wahnsinn. und ich meine, du musst ja auch den Kontext sehen, ja? Der Kontext war, keine Ahnung, diesen Twitter-Account habe ich seit 5 Jahren. Seit der Pandemie, seit ich ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich da auch mehr was Politisches geschrieben. Und selbst vor 1,5 Jahren, ich weiß nicht, hatte ich ein paar hundert Follower als anonymer Account und du hast halt irgendwelche dummen Insider-Jokes gemacht. Hätte ich halt ja unter meinem Klarnamen mit der Uni im Profil natürlich nicht gemacht. Ja, aber das ist, also. Natürlich ist es jetzt halt so, ich muss jetzt halt damit leben, mein Gott, ja. Ja. Gesagt, es ist nicht so schlimm. Ich habe nicht geschrieben, lass uns kleine Katzenbabys ertränken. Ich habe halt ein paar Schwanzwitze gemacht. Da müssen Ist jetzt halt absurd. die Leute mit klarkommen. Aber auch das ist halt, also weißt du, das meine ich ja. Ich fühle mich halt wie so, wie in den 50ern oder so. Also hat sich dann viel getan in unserer Kultur, wenn du eine Frau fertig machen willst, du wirfst ihr ihre Sprache vor, ihre Verfehlungen im Aussehen, im Verhalten. Jedes Wort von mir wird auf die Goldwaage gelegt. Es werden immer meine Verfehlungen aufgelistet. Und das ist so scheiße anstrengend. Ja, weil auch jetzt, schaut mal, ja, mal an alle da draußen. Es ist wirklich nicht einfach. Ja, die Sache jetzt hier mit Gesicht und Namen durchzuziehen, ja, es ist echt so, ich würde gerne sagen, ich bin die Heldin und ich embrace diese Rolle, aber so ist es nicht, ja, es wäre mir schon auch lieber, jemand anderes würde das machen. Und ich versuche jetzt auch wirklich oft, wie gesagt, ich habe ja so viele Anfragen für Podcasts, Fernsehen, bla bla bla. Wenn ihr Bock habt, ja, wenn ihr auch Lust habt, irgendwie, euch öffentlich zu äußern, ja, dann schreibt mir. Ich versuche wirklich immer zu vermitteln, wenn ich irgendwo absage, dass ich versuche, jemand anderem, einer anderen Frau den Artikel zu geben oder dem Podcast sage, sie können doch auch den oder die einladen, ja. Und es stellt sich heraus, also erstmal fast keine Frau möchte das machen, was ich zu 100% verstehe. Aber dann müssen wir halt auch wirklich lernen, netter mit den Leuten umzugehen, die in dem Sturm stehen. Also weil also das ist halt dieser Druck, der einen irgendwie, glaube ich, auch ziemlich zermürbt. Der kommt ja nicht nur von der Gegenseite. Also diese ganzen Verfehlungen, so du darfst dir keinen Fehltritt mehr leisten, du bist jetzt eine öffentliche Person, jedes Wort, was du sagst, aber auch von der guten Seite, sage ich jetzt einfach, von unserer Seite, kommen wir jetzt auch so diese ganzen Projektionen so. Ja, du musst jetzt dieser unfehlbare Mensch sein, Ja. auf den wir alle unsere Erwartungen projizieren und du musst dich jetzt bitte genauso verhalten, wie wir das wollen und du darfst halt auch nicht mehr fehlbar sein. So, Ja. wir können dich nur unterstützen, wenn XY. Und dann, ja, natürlich mache ich auch Fehler, aber es bringt mir auch nichts, wenn mich dann 50 Frauen anschreiben und sagen, das war jetzt aber nicht so schlau von dir. Ich so, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Und Ja, es ich ist weiß nicht, ich denke mir dann halt auch so, ja, Eva hat irgendwie was falsch zitiert. Ja, überleg mal von diesen 3 Stunden von dem ARD-Beitrag, den sie gefilmt haben. Sie haben halt eine Sache gefunden, dumm gelaufen. Aber ganz ehrlich, es hätte halt einfach jeder von uns passieren können, weil Eva hat dieses Buch geschrieben. Super schnell geschrieben, rausgebracht, im Eigenverlag publiziert, ja. ja. Natürlich, ich sage, ich entschuldige es nicht und es ist nicht gut, aber wir müssen halt auch einfach mal ein bisschen lernen, vergebender umzugehen. Ja, und das ist auch so dieses mit diesen Witzen, dass mir auch schon genug Feministinnen gesagt haben, ja, aber du musst aufhören und du darfst mit dieser Person nicht mehr solche Witze machen und das wird dann irgendwie falsch verstanden und jetzt bist du eine Person der Öffentlichkeit und du bist jetzt eine Wissenschaftlerin, stehst jetzt hier irgendwie im Licht und ich versuche ja auch dieser ganzen Sache irgendwie Herr zu werden und ich versuche ja alle Erwartungen zu erfüllen, aber ich bin halt auch nur mal Mensch und ich mache auch einfach dumme Witze
Und es wird sich halt nicht so schnell ändern. Weil na, hoffentlich nicht. Wie kann man denn von einer Person verlangen, in so einer Sache noch dazu seinen Humor zu verlieren? Humor ist immer schon das Einzige gewesen, was uns Frauen einfach vor dem Wahnsinn bewahrt hat. Und dazu muss man nicht irgendwie im politisch-öffentlichen Sturm stehen, so wie es du tust. Es reicht ja schon, wenn du einfach eine Frau bist und den alltäglichen Wahnsinn ertragen musst, der Frauen so widerfährt. Ja? Also von häuslicher Gewalt über Doppelbelastung, über ökonomischer Druck, existenzieller Druck und. Und das Einzige, was uns bleibt, ist der Humor. Und es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht von wem, ein Mann hat am meisten Angst davor, von einer Frau lächerlich gemacht zu werden, also dass seine Frau sich lustig macht über ihn. Das beweist ja dein Fall ganz klar. Ja? Also das Patriarchat hat ein Problem damit. Nicht nur, dass du einfach sagst, was ist, sondern auch, dass du es wagst, dich lustig zu machen über Männer oder über den heiligen Phallus. Und umgekehrt, der Spruch geht ja weiter, hingegen hat eine Frau bei einem Angst davor, vor einem Mann umgebracht zu werden. Völlig zu Recht. Also gestern beim Speakers Corner hat eine Frau eine wunderbare Rede gehalten und hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit für eine Frau, von ihrem Partner ermordet zu werden, ist höher, als von einem Auto bei einem Unfall ermordet zu werden. Ich weiß nicht, ob man bei einem Autounfall von einem Morden reden kann, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich sage nur sterben. Sterben. Tödlich verunglücken. Und ich würde mir jetzt aber noch kurz einen Spritzer noch machen, wenn das okay ist. Ich weiß nicht, ob du noch Nachschub willst. Genau, und vielleicht in der Zwischenzeit, ich beeile mich, aber vielleicht möchtest du noch mal kurz über deine Twitter-Sperre sprechen zu unseren Zuhörerinnen. Und ich bin gleich wieder da. Passt das? Okay. Ja, ja. Okay. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit so pathetisch geredet. Aber natürlich ist es dann immer so noch mal ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht die Twitter-Sperre, genau. Weil ich wollte den großen Reveal, machen bei Donna bei Donna ist ja kein Podcast, aber in ihrem Vlog. Genau, also nochmal. Ich wurde auf Twitter gesperrt. Und zwar ist Folgendes passiert. Die Timeline war so. Ich habe zuerst eine E-Mail bekommen von Twitter mit, also ein Twitter-Sturm mit wieder 1000 Meldungen. Und es waren wieder so, keine Ahnung, 20, 30 Tweets, die gemeldet wurden, die alle durchgegangen sind. Dann habe ich getweetet, nicht alle Frauen menstruieren, aber jeder, der menstruiert, ist eine Frau. Da hat dann Twitter geschrieben, hier Paragraph, ich habe wieder vergessen, welcher Paragraph, aber hier Volksverhetzung und so, wird aus Deutschland entfernt. Und dann das nächste, was kam, so eine Minute später, von daher weiß ich nicht genau, war es jetzt der Volksverhetzer-Menstruationstweet? War es der nächste Tweet? War es die Kombination von beiden, die zur endgültigen Sperre geführt hat? Aber das nächste war dann, dass ich ja diesen... Und auch da gab es sehr viele unterschiedliche Infos, was ich denn geschrieben habe oder was ich retweetet habe. Ich habe da diesen Jacob Breslau einen Tweet retweetet, der auch noch da ist. Also ich dachte erst, vielleicht liegt es daran, dass der Tweet an sich gemeldet wurde, aber der ist noch da. Dieser Jacob Breslau ist ein pädophilen Befürworter, könnte man wahrscheinlich sagen, der sich in eine Jugendtransorganisation oder Transkinderorganisation Mermaids da im Board saß. Und da hat jemand ein Paper oder ein Buch von ihm, glaube ich, zitiert und die Stellen rausgehoben, wo er quasi sagt, mit einem Kind zu masturbieren wäre wie mit einem Schuh zu masturbieren. Und also es waren ganz viele Stellen markiert, wo er auch irgendwie, glaube ich, beschreibt, wie sich ein 11-jähriges oder 12-jähriges Kind, ein Jungen, der so sexuell tanzt oder so. Und dann habe ich halt geschrieben, naja, ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt, dass halt sich in diese Queerbewegung Pädos eingeschlichen haben und mit diesem Queering-Pädophil ja versuchen, dann Fuß in die Tür zu bekommen.
So, was ich nicht gesagt habe damit, ist, ich glaube, alle Queers sind pädophil. Nein, glaube ich nicht. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass diese Queer Theory, die ja so eine neue Brille ist, die man alles. Ich meine, du hast ja so ein neues Toolset, wo du alles mit neu bewerten kannst. Du kannst irgendwie sagen, ja, queering Shakespeare, queering, keine Ahnung, Architektur. Also du hast halt dieses, du hast so eine neue Art, alles zu betrachten, was ja Ja. durchaus auch vielleicht interessant ist. Und ich habe einfach gesagt, dass ich diese Ansätze, Pädophilie zu queeren, schon gesehen habe, dass einfach diese Strömung, diese Genderströmung mit diesen Queer-Bestandteilen auch auf Pädophilie angewandt wird und es so Pädophilen ermöglicht, sich einzuschleichen. Das habe ich gesagt. Ich wollte nicht damit sagen, ich wollte nicht Schwule in die Nähe von Pädophilen rücken, aber man muss halt auch sagen, dass es damals in der Schwulenbewegung, dass Schwule wirklich dagegen angekämpft haben. Und Das kann sich man auch, sich auch, ja. genau, das kann man sich heute, ich war mal in so einer Ausstellung, die ist auch hier irgendwo in Berlin, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber dass es früher wirklich so auch die Pädos schon mal versucht haben, sich in diese Schwulenbewegung, also sich da so dran zu hängen, und da haben dann ganz viele Schwule und Lesben dagegen gekämpft, ja, weil das gehört halt nicht zusammen, aber die versuchen es halt. Und das meinte ich so, die versuchen es halt wieder. Wir hatten den anderen Professor schon in, na, ich glaube, der war in Kanada, der auch schon was mit queering Pädophilia gesagt hat, und dann, ich meine, es wäre sogar ein Transmann gewesen, der dann auch entlassen wurde. Wir haben auch diesen Vortrag, ich glaube, es war auch an einer Uni in Deutschland, wo es auch schon einen Vortrag gab mit queering Pädophilia. Es gibt diesen, es gibt auch bei Judith Butler so ganz problematische Passagen zu Pädophilie. Und ich nehme davon übrigens auch Feministin nicht aus. Ich nehme Radikalfeministin davon auch nicht aus. Da gibt es auch einige Schriften, die Pädophilie verharmlosen. Auch das Ja. ist abzulehnen. Pädophilie an sich ist abzulehnen, Ja. egal wo es vorkommt. Wenn erwachsene Menschen ein zu starkes Interesse an kindlicher Sexualität haben, ist das immer eine Warnleuchte. Und dann ist es mir egal, ob das in der Kirche ist oder ob das in der Reformpädagogikschule ist, ob das Feministinnen sind oder ob das in irgendwelchen Queer-Vereinigungen ist. Ja? Aber nur Queer-Vereinigungen oder nicht nur, aber viele Queer-Vereinigungen blocken dieses Thema sofort weg. Und man hat es gesehen, ich bin gesperrt worden deswegen. Ja. Einfach nur, weil ich, ob ich, obwohl ich es wahrheitsgemäß, ja, zitiert habe aus diesem Schrei, Pädophilie, kann man schon Pädophilie nennen, ich weiß nicht, Pädophilie verherrlichenden Schriften, dieses Jacob Breslau. Es ist schon interessant, dass zum Beispiel bei beim Deichmarsch in Köln, glaube ich. Es waren jetzt so viele, im ganzen Sommer waren, glaube ich, 7 oder so. Es ist ja auch eine Gruppe, eine pädophilen Gruppe mitgelaufen und wurden eben nicht entfernt. Und sie fordern ja auch ganz klar, dass das P für Pädophilie hinzugefügt wird zum Nee, LGBTIQ. also ja, ich glaube, Nicht der die ja. Deichmarsch, nicht der Deichmarsch, Nein, sondern nein, die Gruppen, die pädophilen Gruppen schon. Ja, also es ist immer wieder at the P und. Und ich frage mich dann, also das ist das eine und dann das andere, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Organisation WPATH, also WPATH, die ja auch die Leitlinien herausbringt in den USA, haben in ihrem Board, und das hat jetzt gerade Genevieve Gluck herausgefunden, die haben in ihrem Board Männer sitzen, auch Professoren an US-Universitäten, die sich in Foren rumtreiben, in einer Art Darknet-Foren, wo zum Beispiel auch ein nicht mal Eunuchen. Darknet. Es ist nicht mal Darknet, es ist nur geschützt, aber Ach so, ja. ist es nicht mal Darknet, okay. Es Also ein ist nicht bisschen mal Darknet, geschütztere nein. Foren, wo Männer sich austauschen über Fetische, unter anderem Eunuchenfetische. Und da geht es ganz oft um Kinder, die eben
kastriert sind und Buben, die kastriert sind und da ihre sexuellen Fantasien miteinander austauschen. Und WPATH hat, also diese Organisation, hat jetzt auch wieder eine neue Leitlinien herausgebracht und da steht jetzt auch drinnen, dass man Eunuchen als Genderidentität hinzunehmen soll. Also, was ich einfach sagen möchte ist, und dann gab es ja diese ganze Geschichte mit dem Kindergarten, der jetzt da in Berlin gegründet wird, wo ein gewisser Herr, wie heißt er denn jetzt? Ich wollte Lehmann sagen. Lautmann heißt der Herr, der ja das Buch auch rausgebracht hat, Die Lust am Kind in den 90er Jahren. Und er selbst ist bei der, er ist im Vorstand dieses Vereins, der Beratungsstelle, die jetzt diesen Kindergarten gründet. Und in der SPD in Berlin als Schriftführer in, ich glaube, es ist Berlin, Tempelhof, Schöneberg. Ich meine Tempelhof. Tempelhof ist er. Okay. Und dort ist er noch immer Schriftführer. Also aus der SPD-Funktion ist er nicht zurückgetreten. Er ist jetzt wegen dem Druck als Vorstand von der Beratungsstelle zurückgetreten und hat damit keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung dieses LGBT-Kindergarten, der jetzt dort gegründet wird. Was ich einfach sagen möchte ist, es gab auch in Deutschland eben diese in den 80er Jahren ganz offen von FDP und den deutschen Grünen die Forderung, den Paragraphen, der eben Pädophilie unter Strafe stellt, abzuschaffen. Und es gab eben diese Organisation innerhalb der Grünen, also ich glaube die Bundesorganisation für Päderasten und ich glaube Schwule waren da auch dabei. Also, und das hat nämlich dann die internationale LGB-Bewegung dazu veranlasst, sich ganz stark zu distanzieren, also die amerikanischen Schwulen und so, von diesem Vorwurf. Moritz, weiter, ich gehe kurz weg. Ja. Von diesem Vorwurf, Pädophile würden sich eben in die Bewegung einschleichen, haben sie versucht, sich ganz stark zu distanzieren und gesagt, nein, also wir wollen das nicht in den USA oder in ganz vielen anderen Ländern. Wenn ich mich nicht täusche, waren es die Niederlande, ich glaube, das einzige Land, die dann tatsächlich diesen Paragraphen abgeschafft haben und dann wieder eingeführt haben. Also, was ich einfach damit sagen möchte, ist, ja, und da, ich gebe dir völlig recht, zum Beispiel Andrea Dworkin, also wenn du jetzt von Radikalfeministinnen sprichst, die ich ja sonst sehr schätze in ihren Arbeiten, ist ja leider schon verstorben, aber hat auch ganz weirde Sachen zu zum Beispiel Abschaffung des Inzest-Tabus geschrieben. Ja? Also da gibt es echt in der intellektuellen Akademie, gerade in der Linken, gibt es oft echtes Abdriften in diese Richtung, wo ich mir dann denke, was ist los? Also sorry, aber warum habt ihr ein Interesse daran, Tabus zu dekonstruieren, die wirklich gut sind für eine ganz große verletzliche Gruppe in unserer Gesellschaft und das sind die Kinder. Ja, also wie ja, lass das uns, denn? Aber ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so nochmal in dieses Level gehen, weil wir können auch gerne nochmal ich kann nochmal was raussuchen, wir reden nochmal ganz, ganz dezidiert über diese pädophilen Geschichte, weil ich sehe da, das sind halt auch, ich glaube, ganz viele Debatten, die wir jetzt im Moment haben, sind halt so Stellvertreterdebatten überhaupt in der Gesellschaft und dieser Umgang mit Pädophilie ist halt auch so ein bisschen geprägt von einem bestimmten Menschen, also vor allem der Umgang mit Pädophilie, mit einem bestimmten Menschenbild, wie gehen wir mit Menschen um, die pädophil sind, mit Sexualitäten, ist es angeboren, können Menschen rehabilitiert werden. Wie gesagt, es ist ein total spannendes Thema, aber ich glaube, das sprengt einfach gerade so ein bisschen den Rahmen. Aber also man merkt schon, man darf Pädophile nicht kritisieren bei Twitter und das sagt halt schon viel, dass man dann sofort gesperrt wird. Aber ich bin ja auch wieder entsperrt worden. Wie hast du das geschafft? Lustigerweise, also ich versuche jetzt ja auch wieder ein normales Leben zu führen, was bedeutet, ich gehe zur Arbeit und gucke nicht ständig auf mein Handy. Mhm. Von daher habe ich meine Sperrung verpasst und erst durch 1000 Nachrichten und Anrufe mitbekommen.
Natürlich hat sich dann auch mein Anwalt schon bei mir gemeldet und gesagt, es ist gesperrt, soll man dagegen vorgehen, also von sich aus. Ja. Und ich saß aber auch noch in einem Meeting in der Uni und ich war so, ja, ich sitze gerade im Meeting in der Uni, Moment, weil ich, also das hatte dieses Ding, ich kann halt nicht wenn ich Vollzeitaktivistin wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch alles glühender verfolgt. Aber ich war Ja. ja gerade eher so, okay, ich muss mich jetzt erstmal um meine Arbeit kümmern. Dann meinen Twitter-Kanal wieder freikriegen. Während irgendwie bei Twitter, ich habe es dann ja auch so, ich habe immer mal reingeguckt, auch gesehen, Leute komplett steil gegangen, Transaktivisten haben gefeiert und ich war so, ja, okay, I don't have time for this jetzt. So, ich muss jetzt erstmal andere Sachen machen. Dann hatte ich am nächsten Tag eine Fortbildung und konnte da halt auch nicht auf mein Handy gucken, weil wenn man irgendwie in der Fortbildung sitzt, also ich bin eh schon jemand, der dann in jeder Pause, um Gesprächen aus dem Weg zu gehen, auf mein Handy guckt. Aber ich kann ja auch nicht, während mir jemand was beibringt und ich was tue, auf mein Handy gucken. Also auf jeden Fall hatte ich dann anscheinend eine Anfrage von T-Online, mich irgendwie zu positionieren zu der Sperrung meines Twitter-Kanals und was passiert ist. Und als der Artikel dann erschienen ist, habe ich eine kurze, hat mich auch jemand angerufen, meinte, da ist ein T-Online-Artikel erschienen. Da habe ich so, oh, ein T-Online-Artikel über meine Sperrung ist erschienen. Oh, okay, da war auch eine Anfrage von denen vor 2 Stunden. Und dann kam die nächste Nachricht, irgendwie eine halbe Stunde später, du bist wieder freigeschaltet. Also die ganze Sache ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, es ging halt auch nur so schnell, weil sich so viele Leute so beschwert haben. Also es sind ja auch viele kleinere Profile gesperrt worden, die geteilt haben, warum ich gesperrt wurde oder die das kritisiert haben. Die sind ja ohne Vorwarnung auch gesperrt worden. Es war wirklich, zum Glück bin ich ja auch noch mit den meisten Leuten, mit denen ich so regelmäßig interagiere, auch noch privat in Kontakt. Also ich habe wirklich dann auch richtig viele Screenshots bekommen von irgendwelchen, vor allem mal von Männern, die auch gesagt haben, oh, ich habe nur was geschrieben, so, warum ist Marie gesperrt? Bam, auch gesperrt. Ja. Also da war es wirklich ungewöhnlich, dass es halt mal so viele auf einmal erwischt hat und vor allem, dass es mal so viele Leute mitbekommen haben. Weil ich meine, wie oft ist es passiert in den letzten Monaten, dass eine Frau, also hier eine Aktivistin in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob sie so genannt werden wollen, gesperrt wurde wegen irgendeinem blöden Tweet, weil sie einen Pensiwitz gemacht hat, weil sie irgendwie geschrieben haben, Feminizide werden von Männern begangen. Bäm, gesperrt. Ja, also Ja. ich hab mal geschrieben, Freier sind Drecksäcke, wurde ich auch wegen gruppenbezogenen Menschenhass eine Woche gesperrt. Ich Also es fasse ist, es nicht. ja. Und auf der anderen Seite gibt es unmögliche Frauenhass, unmöglichen Frauenhass auf Twitter, der ganz normal stehen bleiben darf. Also und echt problematische Accounts, die halt ja auch Bildmaterial teilen, also wenn wir jetzt von Pädophilie sprechen, wo dann echt grausige Dinge geteilt werden. Aber ja, es ist einfach wirklich Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist alles Wahnsinn. Also ich glaube, man merkt halt richtig, wie dieser Konflikt eskaliert und ich bin halt irgendwie so zwischen die Fronten geraten. Und Darf ich dich fragen, wie ist es jetzt in den letzten 3 Monaten, wie ist es dir da ergangen? Also ich weiß nicht, wie viel du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest. Also deswegen stelle ich die Frage auch so offen. Also was sind so die, weiß ich nicht, wie ist es dir dabei gegangen? Und was sind so ein bisschen Ableitungen, die du halt vielleicht mitnimmst für dein Leben aus so einer Geschichte? ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da sind wir halt auch wieder in dieser Frauenrolle. So, natürlich ging es mir schlecht. Aber ich kann halt, also wenn ich aber schreibe, dass es mir schlecht geht, oder wenn ich halt versucht habe, durchscheinen zu lassen, so, oh, es geht mir nicht gut damit, dann befeuerst du das Mobbing auf der einen Seite. Oder Leute, also ich meine, diese Transaktivisten sind auch richtig hämisch, dass sie sagen, jetzt spielt sie sich wieder als Opfer auf, sie will irgendwie sich als Opfer aufspielen und Geld und damit irgendwie Geld machen. Ja. Oder wenn du aber versuchst, es dir nicht so anmerken zu lassen und irgendwie ironisch darauf reagierst, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, weil du bist ja, Genau. also weißt du, es ist so. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen zurückgehalten, irgendwie ständig darüber zu schreiben, wie es mir geht, weil es bringt irgendwie nicht so viel und du machst sowieso alles falsch und
Man muss sagen, es gab ja verschiedene, also für mich sind es halt so zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist halt so mein privates Leben oder mein berufliches Leben und die Konsequenzen, dieses, das alles halt auf mein Leben hatte. Und dann die andere Ebene ist ja so dieses, was online oder in den Medien ist. Und es hat halt ganz lange gedauert. Oder mein erster Impuls, als ich wieder klar denken konnte, war ja eher so, okay, wie räume ich jetzt das in meinem Leben auf? Also in meinem beruflichen Leben und in meinem privaten Leben, da ist viel zu Bruch gegangen oder vieles war kritisch. Und habe mich halt so ein bisschen dann auch zurückgezogen und erstmal geguckt, dass ich wieder das in Ordnung bringe. Und als ich das, und ich muss auch sagen, das ist jetzt auch eigentlich alles so weit wieder in Ordnung. Und es ist kein längerfristiger Schaden entstanden. Das haben wir zum Glück relativ gut abgefedert. Und das war halt auch gut, dass ich da halt einfach diese Unterstützung hatte, ja, durch wirklich fähige Anwälte und andere Hilfen und viele Leute, die halt irgendwie da waren. Auch wenn ich jetzt nicht alles öffentlich gemacht habe, saß ich schon ganz schön in der Scheiße. Und wir haben es schon geschafft, mich da einigermaßen gut wieder rauszuholen. Und von daher geht es mir jetzt eigentlich wieder ganz gut. Also ich versuche jetzt halt einfach wieder normal weiterzumachen und mich halt wieder auf die Uni zu konzentrieren. Aber natürlich geht es einem nicht gut. Natürlich ist das total krass. Also ich glaube, das kann man aber auch niemandem so richtig erklären. Ja. Und vor allem, also es gibt ja auch viele Leute, ich denke immer, es gibt viele Leute, die wären vielleicht gerne an meiner Stelle, nicht was den Shitstorm anbelangt, aber so diese Bekanntheit, ja, Ja. dieses, du gehst irgendwo hin und Leute erkennen dich, ja, das ist mir jetzt schon passiert und Leute bieten mir irgendwie an, Vorträge zu halten und so. Und das ist ja eigentlich was glaube ich, wo jetzt voll viele Leute sagen würden, oh, heul halt leiser, Ja. aber es ist trotzdem so ein Stück, was dir halt genommen wird. Also du bist keine private Person mehr und du hast irgendwie nicht mehr so die Kontrolle über diesen Teil von deinem Leben. Ich weiß nicht, ob man es so Ja, ja, beschreiben kann. ja, Und ja. ich wollte das ja nie. Ich wollte das ja nie irgendwie eine öffentliche Person sein. Und Viele das würden ist. da jetzt zum Beispiel sagen, also ich habe diese, also was, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Kritik ist oder, aber jetzt habe ich oft auch, oder was heißt oft, immer wieder gelesen oder gehört, nach dem Motto, als du schon damals, nämlich bevor das mit dem Vortrag passierte, den Weltartikel, beziehungsweise dieses, diese Kritik verfasst hast, ja, also das waren ja, das war ein Dossier von mehreren Seiten, zusammen mit anderen Wissenschaftlern oder ja, Personen, die auch in dem Bereich tätig sind. Und schließlich habt ihr das dann eben über die Welt in einem Kommentar herausgebracht. Und da heißt es dann auch so nach dem Motto, weil man muss ja wirklich bei dir sagen, du hattest ja auch einen anonymen Account vorher. Und du warst schon eine Privatperson, also du bist jetzt auch keine Politikerin oder auch in dem Fall auch gar keine Aktivistin. Ich glaube, du Ich warst würde nur. mich auch tatsächlich nicht Aktivistin nennen, weil ich Ja. finde, also für mich ist eine Aktiv, also ich werde ja immer so als politische Aktivistin dargestellt. Ich finde, für mich ist politischer Aktivismus mehr als jemand, der ab und zu mal was in sozialen Medien postet. Ja, na hoffentlich. Ich meine, es wird. Also Ja. deswegen ist es so, also das ist jetzt aber so, nein, hauptsächlich bin ich immer noch Wissenschaftlerin und Doktorandin. Und manchmal schreibe ich polemische Dinge ins Internet. Aber ich möchte jetzt auch keine Vollzeitaktivistin werden Ja. und irgendwie damit mein Geld machen. Natürlich habe ich diesen Weltartikel geschrieben und natürlich war auch klar und auch mit diesem, also auch mit, allein, dass ich den Vortrag gehalten habe, ja, das war ja schon so kleine Schritte raus aus der Anonymität hin zu einem öffentlichen Dialog. Aber das konnte ja keiner vorhersehen, welche Auswirkungen das hat. Also ich konnte das ja auch,
Also es wird ja immer so getan, als hätte ich das irgendwie gezielt herbeigeführt oder geahnt, dass es so werden würde. Und das habe ich halt überhaupt nicht. Das ist einfach. Ich meine, wer glaubt denn ernsthaft, dass, wenn man einen Vortrag halten möchte zur Zweigeschlechtlichkeit, und diese dann, also erstens einmal, wusstest du nicht, dass der abgesagt wird? Wieso hättest du das annehmen sollen? Also bis vor kurzem war ich ja noch der Meinung, dass ja Universitäten ein bisschen was darauf halten, auch ja die Freiheit der Lehre und Wissenschaft zu verteidigen. Also das heißt, und dass dann eben diese Absagewellen schlägt, das hat ja unfassbare Wellen geschlagen und sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dich gezogen, völlig zu Recht. Also das macht natürlich die Leute ja, fassungslos und wütend, wenn so etwas passiert und wenn Vorträge wissenschaftlicher plötzlich abgesagt werden, nur weil ein kleiner Mob das so gerne hätte. Und dann kam eben ja die Schmutzkampagne gegen dich. Ich werde jetzt vielleicht noch ganz kurz mich dem Chat zuweisen, aber es waren die Leute sehr aktiv im Chat. Ich Und ich weiß es, und versuche, wir sind jetzt ja auch schon 1,5 Stunden dabei. Ich würde sagen, wir wrappen ab. beantworten jetzt noch ein paar Fragen Ja. und dann kommen wir auch langsam mal zur Ruhe. Also, ich schaue jetzt gerade rein, ob ich eine Frage herauserkenne. Also, die Leute haben ja so auch. Ali Hacker Live schreibt, wann wird es gerichtlich weitergehen oder wie wird es jetzt wahrscheinlich rechtlich weitergehen? Ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber vielleicht kannst du ja etwas teilen. Genau, ich habe das ja schon, ich habe es ja schon auch, also ich versuche das immer, wenn ich's kann, zu schreiben und es auch immer absegnen zu lassen, was ich schreibe. Also ich habe ja verschiedene Verfahren im Moment. Ich habe einmal diese ganze Leugnen NS, Marie-Leugnen NS-Verbrechen-Geschichte. Da gibt es jetzt am Mittwoch eine Anhörung vor Gericht. Das wird meine allererste Anhörung, wo ich auch live dabei bin. Das wird, also ich glaube, für alle ist es so, also für alle Anwälte und alle, die so dabei sind, ist es so nichts. Aber für mich ist es so die total aufregende Sache. Genau, da wird jetzt halt entschieden, ob, also ich habe ja schon so eine, oh Gott, ich kenne mich echt nicht aus mit diesem Jurazeug, aber ich habe ja diese einstweilige Verfügung. Dann gab es eine Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung und darüber wird jetzt bestimmt, ob dieser Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung stattgegeben wird. Unabhängig davon kann es halt sein, dass dann die Sache nochmal in ein Hauptverfahren geht. Aber Hauptverfahren nehmen dann halt nochmal mehr Zeit in Anspruch. Dann gibt es halt das Verfahren gegen diese Presseerklärung der Universität. Da kann ich jetzt halt aber noch nicht so viel zu sagen, weil es eher so ein. Im Moment gibt es halt so einen Zuständigkeitsstreit, der relativ hin und her geht, quasi nach dem Motto, welches Gericht ist dafür eigentlich verantwortlich. Ja, dann gibt es ja noch diese negative Feststellungsklage des Bundesverband Trans, auch zu der NS-Leugnungsgeschichte. Da wird es, glaube ich, klarer, wenn jetzt die Sache mit der DGTI durch ist. Und dann habe ich ja auch noch privat. Also dann habe ich ja auch noch einzelne Leute abmahnen lassen. Und da ist es jetzt halt so, also ich meine, ich könnte ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Leute irgendwie abmahnen und diese Sache immer weiter eskalieren lassen. Aber ich habe es jetzt halt wirklich irgendwie, also ich möchte halt auch eigentlich jetzt nicht die nächsten 2 Jahre ständig irgendwelche Verfahren führen. Also zumindest mehr als ich müsste. Und zum Beispiel bei diesen Leuten, die ich halt abgemahnt habe, ich habe gesagt, so hier, lösch einfach dieses Marie-Leugnen-NS-Verbrechen und die haben es nicht gemacht. Und haben dann gesagt, dann gehen wir auch vor Gericht. Und dann habe ich jetzt halt gesagt, okay, dann suche ich hier mehr als halt so ein paar Leute raus und da gehe ich auch bis zum Schluss. Ganz ehrlich, machen wir jetzt hier mit durch die 2 Instanzen. Bei manchen, wo waren auch irgendwelche Dudes von der Linksjugend dabei, wo ich dann gedacht habe, okay, muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Dann ziehe ich das halt wieder zurück. Wurde natürlich dann auch wieder als Sieg über die böse Hexe gefeiert, wo ich mir denke, sei doch einfach froh. So, Dass du da jetzt nicht. das heißt nicht, dass du recht hast, es das heißt einfach nur, dass ich einfach gesagt habe, okay, in dem Fall Kein Bock weiter ist zu streiten. kein Bock, weiter zu streiten. Ja, voll. Choose your battles nach dem Motto, ja. Genau, ich choose meine Battles und ich choose auch immer noch Battles.
Also da werden noch mal mehr Leute abgemahnt werden demnächst. Es ist schon vorbereitet, aber ich suche mir dann halt lieber irgendwie Leute aus, wo ich denke, okay, das bringt jetzt auch was und es ist irgendwie setzt vielleicht halt nochmal einen Präzedenzfall, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, ich will jetzt irgendwie ganz viel Geld machen und irgendwie alle Leute die ganze Zeit abmahnen. Ja, das ist ja auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es eigentlich, gut aus der Nummer rauszukommen. Sowohl Ja. beruflich als auch mit meinem mental, körperlich, mit meinem Ruf und meiner Gesundheit. Und da arbeiten wir jetzt halt einfach dran. Es ist ja wirklich ein Mob von mehreren tausend Leuten, der da ständig auf dich losgeht, unterstützt eben teilweise von Politikern bis hinauf in die deutsche Bundesregierung, unterstützt durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja genau diese Leute also unhinterfragt, also keine kritischen Punkte, keine kritischen Fragen stellt, sondern den Narrativ komplett übernimmt und damit dann mit allen Ressourcen, ja, die hinterm Öffentlich-Rechtlichen stehen, auf dich losgeht. Und wenn du natürlich nicht abgemahnt hättest oder angefangen hättest, da rechtlich dagegen vorzugehen, die hätten ja nicht aufgehört damit. Das wäre noch viel, viel schlimmer gewesen. Also Nee, finde ich es super, dass du dich da wehrst. also ich wehre mich auch weiterhin, aber ich wehre mich halt, wie gesagt, also ich kann es jetzt noch nicht alles so Ja, ins Detail gehen, aber es ist nee. schon so, dass ich auch gucke, Und das heißt jetzt, dass sagen wir mal so, dass die Richtigen auch bestraft werden. Und ja. ich genau, und ich da halt auch nicht nachgeben. Also an den wichtigen Stellen werde ich auch nicht nachgeben. Aber lass uns Okay, mal zu einer dann, anderen Frage ja. gehen. Also jemand hat gefragt, ob du schon von Markus Lanz oder anderen öffentlich-rechtlichen Talkshows eingeladen wurdest. Nein, noch nicht von Markus Lanz, nein. Also Okay. noch nichts Hochkarätiges, aber ich glaube, also ich meine, vielleicht wenn du mitkommen würdest, dann würde ich sowas machen. Aber ich finde das total schwierig. Also ich habe mich jetzt gerade mal mit dieser Situation abgefunden, dass ich überhaupt in so einem YouTube-Stream zu sehen bin. Also ich bin total unsicher vor der Kamera. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock drauf hätte und ich mich vorne, also ich sehe mich eigentlich nicht so in einer Politiksendung sitzen und mit irgendwelchen Politikern streiten. Das ist, glaube ich, nicht so meine Bühne. Ja, ich verstehe. Es ist auch nicht dankbar. Also also ich war jetzt in zwei Sendungen und halt in Österreich, aber sogar, also die Moderation ist gefärbt. Es ist dann auch meistens so, dass es unverhältnismäßig ist. Also sprich, man sitzt dann meistens alleine da mit der Meinung und auf der anderen Seite halt unverhältnismäßig, also doppelt oder weiß nicht, fast dreifach so viele von der anderen Seite, die einen dann auch von allen Seiten eben mit Argumenten kommen. Also das muss man halt entweder, also das muss man, keine Ahnung, das muss man halt irgendwie auch können, in dem Fall aushalten können. Nicht können, also es gehört vielleicht gar nicht so viel politische Debattenführung dazu, als einfach menschlich da einfach zu sitzen für eine Stunde oder so und zu ertragen, dass da von allen Seiten und von der Moderation alle dich anschauen, als ob du so das Letzte wärst, so. Ja, und doch, Wie kannst du ich habe halt sagen, auch. dass du nicht möchtest, dass ein Mann zu dir auf die Toilette Und kommt? ich habe halt auch überhaupt Was? gar keine Kontrolle über meine Mimik. Ich habe Ja. überhaupt gar kein Pokerface. Ich bin wirklich so jemanden in allen vorangegangenen Beziehungen. Ich kann auch richtig schlecht lügen. Ich kann aber auch richtig schlecht verbergen, wenn mich jemand grandios abfuckt. Also ich glaube, ich würde halt die ganze Zeit da sitzen und hätte halt einfach so Spastik im Gesicht und würde irgendwie. Ich würde irgendwie mit meinen Augen rollen oder einfach, ich würde, also ich weiß, ich glaube, ich komme auch nicht so sympathisch rüber, weil ich würde immer da sitzen und denken, oh, du bist dumm, oh, warum bist du so dumm, oh, bitte halt einfach die Fresse. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich dann auch so sympathisch Und sie kommen immer nur rüberkomme. mit emotional, also sie kommen ja immer mit Ja, damit und ich mit. bin halt, genau, und ich bin dann halt auch so, wenn mir jemand so emotional kommt, Ja. dann bin So, ich halt meins. wenn du diesen Mann
diesen ganz, ganz netten Mann und wir versichern dir ganz, ganz stark, dass dieser Mann ein netter Mann ist, wenn du den jetzt nicht auf die Toilette da bei dir gehen lässt, dann bringt er sich um. Okay, verstehst du das? Verstehst du das? Er bringt sich jetzt sofort um. Und ich denke mir dann so, wow. Ja, und ich würde dann sagen, ja, okay, get help, not my problem. Und ja. dann bist du halt die böse Nation. So nach dem Motto, oh ja. Mein Gott, wie kann sie es wagen? Und ja. Ich weiß, ich hatte das allererste Interview, was ich hatte, war ja mit auch mit der Welt. Der war super nett, der Typ, ja. Also wir haben uns so total gut verstanden. Ich meine, der Typ ist eigentlich zu nett schon für die Welt, mein Gott. Aber dann meinte der halt auch irgendwie so mit so großen Kulleraugen so, aber wenn wir beide jetzt im Krankenhaus wären, und würdest du dann nicht mit mir, also wenn wir beide, keine Ahnung, irgendwas an der Lunge hätten, wenn wir beide im Krankenhaus, würdest du dann nicht mit mir das Zimmer teilen wollen? Und ich habe ihn auch einfach nur gesagt, guck bitte so, nein. Und er war wirklich verletzt, also wirklich so ein bisschen. Man muss auf diese Fragen auch wirklich mit einem kurzen Nein antworten und dann schauen, wie die Reaktion ist. Mich hat bei der Sendung, bei der ich war, am Donnerstag, als es hieß dann so, würden Sie diesen netten Herrn nicht zu sich auf die Toilette? Und ich so, nein. Und dann so, und sie hat mich fassungslos, als ob ich, also so, es ist, unsere Gesellschaft hat ein Problem, ein riesengroßes Problem mit Frauen, die Nein sagen, nach wie vor. Und auch Frauen haben ein Problem mit Frauen, die Nein sagen. Und ich habe ein Problem mit Nein sagen. Weil ich wenn man dazu erzogen wird. Sie erwarten es von dir. Be kind, sag nicht Nein. Also ich hatte wirklich, also wenn wirklich jemand weint und fragt, warum bist du so gemein, bin ich kurz davor, mich einfach auf den Boden zu schmeißen und zu sagen, mea culpa, ich nehme alles zurück. Ich wollte, also weißt du, ich glaube, wenn da irgend so ein Dude sitzt und irgendwie mehr, also ich glaube, ich hatte nur so zwei Moods, wie ich reagiere, keine Ahnung, wie ich an dem Tag drauf bin. Also entweder würde ich vielleicht anfangen zu weinen und sagen, oh mein Gott, vergib mir, wir umarmen uns. So, oder ich würde halt einfach, vielleicht wäre ich einfach so richtig kalt und würde einfach sagen, so nein, ja, ist mir egal, ja, nein. Ja. Und das ist halt so dieses Problem als Frau, dieses Framing, ja? Also du wirst ja immer bestimmt geframed. Und und es gibt halt eigentlich irgendwie, wenn du Nein sagst, also selbst du musst halt nicht mal Nein sagen, du musst einfach nur sagen, es gibt zwei Geschlechter, aber das ist gemein. Ja, okay, vielleicht findest du es gemein, aber es ist doch halt einfach so. Warum soll ich dann nicht sagen, was ist? Nein, weil es gemein ist. Also allein schon den Vorwurf, die Realität zu benennen, ja, und das ist, nimmt man Frauen, also ich werde immer wieder anfangen mit dem Thema, aber man nimmt es, glaube ich, Frauen einfach übler als Männern. Ja, man nimmt es ihnen übler und man kann, deine Frau kann mit allen Fakten kommen und man akzeptiert es nicht, man erwartet trotzdem, dass wenn ein Mann es will, und der kann dann auch mit den lahmsten emotionalen Erpressungen kommen, wenn ein Mann das möchte, dann hat auch die Wahrheit nichts zu zählen. Und schon gar nicht, wenn sie aus dem Munde einer Frau kommt. Caroline sagt, was sagt man denn zu Leuten, die das Self-ID-Gesetz nicht problematisch finden, weil betrifft eh nur 0,00x%. Das ist eh das Hauptargument. Und Suizid, also immer diese, sie bringen sich sonst um. Keine Ahnung, ich meine, ich finde, es ist, also das ist ja das fand ich jetzt, was Eva richtig gut gesagt hat im Stern, weil wir reden hier nicht von einem Gesetz für die nette Transfrau, die wir alle kennen, ja, oder diese Fälle, die wir alle kennen, wo eine Transfrau super passing ist, super nice ist, wo man, die man anguckt und denkt so, ja, mein Gott, ja, sondern Gesetze gelten für alle Menschen. Ja. Es ist nicht nur das nette Hannah-Gesetz oder das nette So-und-so-Gesetz. Ja, das ist Gesetze sind für alle. Und die Frage sollte nicht lauten, ja, finden wir das okay, wenn jetzt Transfrauen, jetzt mit diesem Gesetz offiziell unproblematisch ihr Geschlecht ändern sollten, sondern die Frage ist, ist das in Ordnung, wenn das jeder machen kann? Mhm. Wollen wir? Und ich meine, das muss man halt dann offen diskutieren. Mhm. Ist das okay? Ist das fair? Und wo ziehen wir die Grenzen? Und wer zieht diese Grenzen? Ist es nicht vielleicht auch schlau, wenn es diese Grenzen gibt? Ist jetzt nicht schlau, dass es doch auch Gutachter gibt, die irgendwie
dafür sorgen, dass diese Menschen, die ihr Geschlecht wechseln wollen, mit allen Privilegien, die dann kommen, begutachtet werden? Was passiert eigentlich mit den Menschen, die diese Gutachter bis jetzt abgelehnt haben? Ja, die kommen dann ja auch alle rein. Also vielleicht sollte man sich nicht an dieser kleinen Zahl aufhängen, sondern Gesetze betreffen alle Menschen. Wollen wir als Gesellschaft, dass jeder Mensch beliebig oft sein Geschlecht wechseln kann, egal wie er aussieht, egal was er macht, egal was er für Vorstrafen hat, dann die Räume des anderen Geschlechts, wollen wir dadurch alle Gesetze, geschlechtsspezifischen Gesetze, die wir haben, die Geschlechter unterschiedlich betreffen, aushebeln? Zweite Frage. Und da muss man halt einfach drüber diskutieren. Und da muss man auch einfach gucken, dass man vielleicht einen Kompromiss findet, den ich ja schon die ganze Zeit versuche zu bekommen. Dass man natürlich sagt, natürlich kann man das transsexuelle Gesetz, wie es jetzt ist, kritisieren. Man kann die Versorgung von Transmenschen in Deutschland kritisieren. Man kann gegen das Self-ID sein und trotzdem dafür sein, dass die Bedingungen besser werden, dass es günstiger wird und schneller geht. Kann man alles machen. Aber es wird halt immer so getan, entweder willst du, dass Transmenschen unter dem jetzigen transsexuellen Gesetz leiden oder du nimmst Self-ID. Dazwischen gibt es nichts. Und ich denke mir, wenn man sich ernsthaft mal bemühen würde, nicht entweder oder, sondern zu gucken, was gibt es denn wirklich? Könnte man, ich spinne jetzt nur rum, ich habe keine Ahnung, könnte man nicht zum Beispiel die Personenstandänderung von der Namensänderung abkoppeln, dass man zum Beispiel erstmal ziemlich unproblematisch seinen Namen ändern kann? Das ist in Deutschland sowieso sehr aufwendig, seinen Namen ändern zu lassen. Vielleicht ist es gut, das zu reformieren, dass man natürlich sagen kann, es ist doof, wenn man dann irgendwie ein Jahr lang seinen Ausweis zeigt, da steht immer noch Hans-Peter drauf, ja, und kein weiblicher Name. Also sowas, ja, also da haben ja die meisten Menschen auch vollkommenes Verständnis oder vielleicht den Geschlechtseintrag erstmal irgendwie löschen lassen, bevor man ihn ändert. Also ich denke mal, wenn beide Seiten bemüht wären, einen Kompromiss zu finden, der einerseits Integrität von Frauenräumen schätzt und die Sorgen von Frauen ernst nimmt und auf der anderen Seite aber versucht, das Leben für Transmenschen einfacher zu machen, dann gäbe es auch nicht so diesen Widerstand. Diesen Widerstand gibt es, wo die eine Seite rücksichtslos pusht. Und je rücksichtsloser die eine Seite pusht, desto stärker ist der Widerstand. Und desto schwieriger wird es dann auch, sich irgendwann wieder an einen Tisch zu setzen, weil, sorry, die eine Seite ist stärker als die andere Seite. Und da ist dann das Problem. Es sind nur wenige Transmenschen und es sind ja noch nicht mal, man muss auch wieder noch wirklich unterscheiden, ja, zwischen Transmenschen, die nur in Ruhe irgendwie ihr Leben leben wollen, und diesen Transaktivisten, die nicht mal unbedingt trans sind, ja. Ich nehme jetzt hier mal so Leute aus, die sich halt dann vielleicht die Fingernägel lackieren. Aber keine Geschlechterdysphorie haben. Und Also eine weitere Frage ist, ob dein Anwalt dran ist, etwas gegen Kontraste zu unternehmen. Mein Anwalt hat ja vorher schon interveniert mit Kontraste. Also diese ganze, da ging schon eine E-Mail an Kontraste, bevor Kontraste ausgestrahlt wurde. Da wurde, glaube ich, schon sehr viel interveniert und abgefangen. So wie es jetzt ausgestrahlt wurde, sehe ich da, also wir haben jetzt noch nicht mehr drüber geredet, aber ich glaube, das ist alles noch, soweit ich es einschätzen kann, vielleicht müsste ich noch mit ihm reden, so wie es ist. Ich weiß, dass es viele von euch geärgert hat und viele von euch wünschen, dass man dagegen vorgeht, aber man muss halt auch mal gucken, wo es realistisch ist, und ich glaube, dass das natürlich irgendwie gemein war, aber schon so versteckt, dass man dann, glaube ich, nicht gerichtlich vorgehen kann, weil die Pressefreiheit oder was Journalisten können, ja, muss man auch nochmal sagen, ist sehr groß, was sehr gut ist. Also Meinungsfreiheit und vor allem Pressefreiheit ist ein hohes Gut, und es ist auch gut, dass man da nicht
jeden Journalisten, ja nicht vor Gericht zahlen kann für alles. Ja, ja. Aber man kann schon selber Beschwerde beim... Man kann auf jeden Fall Beschwerde beim Presserat einlegen. Man kann natürlich irgendwie... Aber das kann jeder machen. Also jeder von euch kann eine Beschwerde einbringen und ihnen schon zeigen, dass das einfach gegen die journalistische Ethik geht, also Beiträge so zu gestalten. Im Endeffekt ist es halt traurig, weil ich denke so, ich versuche ja wirklich irgendwie mich zu äußern und es ist ja einfach nur so, das Vertrauen ist dann halt weg. Also wenn du ein paar Mal so schlechte Erfahrungen machst und ich habe jetzt schon echt oft schlechte Erfahrungen gemacht mit solchem einseitigen Framing, dann es führt eher dazu, dass man eher weniger den etablierten Medien vertraut, sondern dann setze ich mich halt vielleicht doch lieber zu YouTube und rede halt irgendwie mit dir. Und das ist halt, das mache ja nicht nur ich, das machen auch andere Leute, ja. Und das ist halt die Gefahr. Ja. Dass man dann irgendwie sagt, okay, ich kriege halt nicht mal den Ansatz einer fairen Repräsentation im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also, ihr habt es alle gesehen, ja. Also, wie oft soll ich das noch machen? Gab es mal Anfragen von einem seriösen Format mit Reichweite? Ja. Irgendjemand hat gefragt, ob du nicht NZZ, Welt oder halt jenen Blättern, die da auch ein bisschen kritischer berichten zu dieser Thematik, einmal ein Interview geben könntest. Ein größeres. Würde ich auch machen, aber ich glaube, es ist im Moment auch nicht so das Interesse da. Also muss man ja auch sehen, dass so irgendwann ist die Geschichte auch auserzählt. Ja. Und solange jetzt nichts Neues passiert, gibt es auch eigentlich nichts mehr zu sagen. Also es ist auch so mal dieses, es ist so ein bisschen blöd, weil es gab also die Zeit nach dem Vortrag natürlich, wo alle mit mir reden wollten, wo es so, das habe ich ja alles weitergeleitet, das habe ich mir gar nicht angeguckt, das kannst du nicht bewältigen. Ja, kommen irgendwie 100 Anfragen rein. Und du willst ja auch nicht irgendwie dann mit jedem reden. Dann habe ich mir halt auch so die Sachen ausgesucht, wo ich dachte, oder wir haben zusammen die Sachen ausgesucht, wo ich dachte, das ist irgendwie gut. Dann kam die Zeit, wo ich überhaupt nicht mit der Presse geredet habe. Einfach aus bestimmten Gründen ging das auch nicht. Auch aus Selbstschutz, ja. Nicht nur aus Selbstschutz, einfach auch aus anderen Gründen, die ich jetzt nicht näher darlegen möchte, aber die einfach auch was mit den Verfahren zu tun haben. Ja. Also es ist ja auch so, was sich die Leute vielleicht nochmal bewusst machen sollten, dass ich ja nicht eine Professorin bin oder ich bin nicht irgendwie so aufgestellt. Ja, ich befinde mich ja auch immer noch in einem Arbeitsverhältnis. Ja. Und ich kann mich halt nicht so äußern und ich möchte mich auch nicht so äußern, wie ich das vielleicht kann. Also ich habe ja auch bestimmte Einschränkungen und ich wollte ja auch eher, dass dieser ganze Mediensturm abnimmt und es gab halt einfach diese Entscheidung, dann überhaupt nicht mehr mit der Presse zu reden, was auf der einen Seite sinnvoll war für bestimmte Sachen. Auf der anderen Seite war es nicht sinnvoll, weil dann andere diese Lücken gefüllt haben. Also weil wenn du aufhörst, mit der Presse zu reden, dann reden sie halt mit anderen Leuten. Ja. Und dann, als ich wieder gesagt habe, okay, jetzt kann ich wieder reden, war das Interesse halt nicht mehr da, weil dann dieser Shitstorm, der durch Ma verursacht wurde, so hochgekocht ist, dass sich dieses Blatt, diese öffentliche Erzählung komplett geändert hat von der Vortrag wurde abgesagt oder verschoben zu Marie ist die Böse. Und dann war es halt so, dann wollte halt auch niemand mehr da dran an die Geschichte, was ich verstehen kann. Ja, voll. Und jetzt ist halt so, also keine Ahnung, jetzt muss ich auch ein bisschen haushalten, so mit meiner Energie, aber ich habe so ein paar Vorträge, die ich jetzt noch halte, da habe ich zugesagt über die nächsten Monate, ich habe ein paar Interviews zwei Interviews, ein Fernsehformat, wo ich zugesagt habe, ein paar Podcast-Sachen stehen noch aus, aber ich
habe ja auch noch einen Beruf und ich promoviere auch noch. Also es ist ja auch, ich muss auch immer gucken, wie viel kann ich machen und wen unterstütze ich. Nach wie vor hoffe ich, dass immer noch sich vor allem linke Medien bei mir melden, aber es ist halt wirklich nicht so der Fall. Es ist wirklich schrecklich, dass, ja, und wenn, ich meine, ja, sie melden sich nicht bei einem, sie wollen es ja gar nicht wissen, sie haben sich ja schon also die Meinung gemacht. Um mal konkret korrekt zu bleiben, es kamen schon auch einige linke Journalisten, aber es war halt genauso in dieser Zeit, wo ich nicht mit der Presse reden konnte. Also wenn es jetzt ja, würde ich es auch wieder machen. Aber ich versuche jetzt auch eigentlich eher so ein bisschen kürzer zu treten. Ja, nicht über die Kürzer zu treten, aber mir geht es jetzt ja auch nicht irgendwie um maximale Aufmerksamkeit oder maximale Leserschaft, sondern es geht ja darum, wenn ich noch was zu erzählen habe oder wenn es irgendwas gibt. Und wenn ich das Projekt gut finde oder die Person gut finde oder das gut finde, dann mache ich das. Aber ich muss es ja auch nicht machen. Also ich sehe mich da jetzt nicht die nächsten Monate ständig Interviews geben. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ich hoffe halt immer noch, dass mal jemand die Geschichte dieses Shitstorms aufgreift. Aber da hat sich bis jetzt auch noch niemand dran getraut. Mhm. Es ist ja auch chaotisch und ein bisschen undurchsichtig, aber nichtsdestotrotz, es schaffen ja andere Zeitungen auch. Sie machen es dann halt immer nur von der anderen Seite und nehmen halt die Aussagen der anderen Seite einfach für wahr, ohne selbst zu recherchieren. Und das frustriert einen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wäre es auf jeden Fall wert und auch sehr interessant und wichtig, wenn jemand sich mit deiner Geschichte oder mit deiner Story auch ehrlich und ernsthaft auseinandersetzen würde. Ja, also man muss jetzt nicht 100% alles gut finden oder was auch immer. Ja, also man muss jetzt nicht komplett auf unseren Narrativ aufspringen. Also es will ja keiner da unkritische Berichterstattung, aber man bekommt ja... Ich möchte nur gut gefunden werden. Natürlich, aber nein. Nein, überhaupt nicht. Also von mir aus, dann kann man auch die andere Seite und alles. Aber man hat ja nicht mal als Frau, als Feministin in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, hast du keine Chance, wenn du in ein Format gehst, wenn du in ein, ja, wo auch immer, wenn du eingeladen wirst, wirst du geframed. Also es ist so, man mit Musikuntermalung, also es wird ganz klar gezeigt, man wird niedergeschrien, so wie es bei Stern TV bei Eva war, man kommt nicht zu Wort und man wird ganz klar in ein gewisses Bild gesetzt. Und alles, genau, alles, was du machst, wird ja wieder angekreidet. Also weil gerade die Frage kam, ja, was ist mit NZZ oder Welt? Ja, also ich würde das auch inzwischen, ich bin auch so, dass ich sage, ich würde das auch machen. Ich gucke immer, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist, dass es nicht nur diese Ecke ist inzwischen. Aber ich meine, ich habe ja nicht mal der NZZ ein Interview gegeben, meinen Anwalt der NZZ ein Interview gegeben. Und das hat dann eine Feministin, die auch in Deutschland organisiert ist, als Anlass genommen, ein Video-Interview, was ich hatte, zu sabotieren und denen zu schreiben, ich hätte einem rechten Blatt, mein Anwalt wäre rechts und hätte einer rechten Zeitung ein Interview gegeben, dass ich da wirklich, also ich war echt froh, dass es für die NZZ einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel gibt, dass ich ihr das schicken konnte und sagen konnte, hier, die sind vielleicht irgendwie konservativ-liberal, aber die sind nicht rechts. Ja. Das ist halt auch so dieses, es ist halt auch nicht so einfach. Man will seine Geschichte erzählen und vor allem... Du willst die Geschichte erzählen, du denkst, es ist jetzt auch besser. Es ist halt so, mit wem rede ich? Mit wem rede ich nicht? So oder so wird es dir halt irgendwie schlecht ausgelegt. Ja. Also es gibt jetzt auch ein paar Feministinnen, die gesagt haben, ja, ich würde auch was sagen, aber ich rede nicht mit der Bild. Also das ist halt auch so... Natürlich kann ich es irgendwie verstehen. Andererseits... Die Bild ist halt, erreicht halt auch einfach nochmal eine ganz andere Schicht von Leuten und klärt die halt über diese Problematik auf. Willst du es nutzen? Oder nicht? Wenn du es nutzt,
Ja, dann wird dir vorgeworfen, rechts zu sein, die Springerpresse zu unterstützen. Wenn du es nicht nutzt, gehst du halt unter. Also ich sage immer, der Wendepunkt, der erste Wendepunkt war, als wirklich die Bild mal irgendwann diese ganze Story aufgegriffen hat. Und du siehst es auch jetzt beim Thema Pubertätsblocker und so weiter, bei hier dem pädophilen Kita-Ding. Es schafft einfach eine unglaubliche Reichweite, Ja. wenn du halt diese Medien, wenn diese Medien darauf anspringen. Weil wie lange willst du warten, dass es die anderen tun? Ja, Vor also. allem, man wird ja mundtot gemacht von linken oder vermeintlich linken ausgeglichenen Medien. Dann, ja, man wird einfach mundtot gemacht als Frau. Also sie laden einen nicht ein, und wenn sie es tun, dann eben nur, um einen zu framen und als den Buhmann darzustellen. Aber ganz und gar nicht, um einen auch ehrlich zuzuhören und eine ausgewogene Debatte herbeizuführen. Also ja, sie machen es einfach nicht. Was soll man denn sonst tun? Sie kennen unsere Standpunkte, sie wissen, wo wir stehen, und sie akzeptieren es einfach nicht. Sie wollen es einfach nicht akzeptieren, und es ist frustrierend. Aber vielleicht, ja, ich würde sagen, Mach noch wir. eine Frage. Oder wenn du noch zwei kleine Fragen hast, mach Ja. mir noch zwei kleine Fragen, wenn ich mache mir noch eine kurze Frage. Weil es ist jetzt auch schon Hast du 11. eine schon Ich muss gesehen? jetzt Hast du schon ins eine? Ja, wir müssen auch gar keine Fragen mehr machen. Also Bett. es. Es ist okay, wir können auch, also ich fühle mich auch noch Ja, ab. Also wer jetzt noch eine Frage hat, der schreibt die Frage jetzt rein. genau, schreibt eine Frage rein, wenn ihr noch Jetzt eine Frage reinschreiben, habt. dann machen wir noch schnell Fragen und dann gehe ich ins Bett, weil. Jemand hat geschrieben, kommt das Selbstbestimmungsgesetz definitiv oder gibt es noch eine Chance, es zu verhindern? Also es Ich ist auf glaube, jeden es Fall gibt eine geplant. Chance. Ich glaube, es gibt eine Chance, das zu verhindern. Also. Nur wenn wir wirklich alle zusammen, die kritisch sind und es nicht möchten, darüber reden öffentlich. Also bleibt ja leider nicht aus, mit Zumindest nicht allen so in der Mitteln, die wir haben. Form. Genau, nicht so in der Form. Also, selbst wenn es kommt, denke ich nicht, dass sie es in der Form durchkriegen, wie sie es letztes Mal durchkriegen wollten. Also, ich denke mal, dass wir da schon Es ist auf jeden Fall viel. ein Indiz Und wir können dafür. immer noch eine Verfassungsklage einleiten danach. Ja, das ist auch geplant. Also ich sehe die Chancen inzwischen ziemlich gut, dass wir das Selbstbestimmungsgesetz aufhalten oder in was verwandeln können, womit wir alle leben können. Ja. Oder es kommt und wir schaffen es danach ab. Das wird zwar halt dann härter, also besser wäre es, wird gar nicht eingeführt, aber ich halte es durchaus für realistisch. Schaut mal, ich bin optimistisch. Wir haben vor 1,5 Jahren, wie viel waren wir? 20 Frauen? Ja. Mit diesen Themen, immer wieder die Themen, Pubertätsblocker, Regenbogenportal, hat keine Sau interessiert, ja. Oder hat immer mehr Frauen interessiert. So kam mir immer vor wie in so einem Krieg, jede Woche hast du eine verloren, dann war die gesperrt. Und inzwischen tweetet eine Frau von uns nochmal hier Regenbogenportal, Pubertätsblocker, irgendein CDU-Politiker greift es auf, Julia Klöckner greift es aus, bam, ja, ist es im Mainstream angekommen. Und das ist halt auch, weil sich das Thema langsam durchsetzt. Genau wie bei dem Prostitutionsthema. Auch da war vor 2, 3 Jahren noch eine ganz andere Ausgangslage. Ja. Und natürlich erreichst du was. Und natürlich können wir da Leute, so können wir das aufhalten. Auf jeden Fall. Wir müssen einfach immer bei der Sache bleiben, stay on the message. Ich weiß, dass dann immer wieder Feministinnen den Vorwurf bekommen, monothematisch zu sein. Aber es ist halt einfach die erste Regel einer Kampagne, stay on the message. Und da steht der Tropfen hüllt den Stein. Es ist, und vor allem, weil wir nur so geringe Mittel haben, müssen wir alles unternehmen, um unsere kleinen Accounts mit kleinen Reichweiten, aber auch die großen Accounts mit größeren Reichweiten dazu nutzen, um ständig darüber zu informieren, damit eben immer mehr Leute die Kritik auch zu hören bekommen und dann vielleicht selbst verstehen, warum das zu kritisieren ist. Ja, dann schaue ich noch, ob es eine letzte Frage gibt. Geh zu Leroy, schreibt jemand. Oh Oh Gott. ja. Okay. Also, wie kann man dich unterstützen? Ja, ich meine, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Also ich habe so viel Unterstützung bekommen. Also ich habe auch so viele nette Nachrichten bekommen. Auch da muss ich wahrscheinlich noch auf 50.000 antworten. So, deswegen, keine Ahnung, wenn ihr Geld habt. Gebt mir Geld,
Aber ich will auch nicht Geld von jemandem haben, der sich es nicht leisten kann. Also, wenn dann wirklich Leute schreiben, so, ich habe Hartz IV, aber ich will dir 5 € spenden, dann bitte tut's nicht. Ja, dann Ja. verzichte ich lieber darauf. Es gibt genug Leute, die mehr Geld haben, die ruhig was spenden können. Dann behaltet bitte euer Geld. Ja, nur wenn ihr es euch leisten könnt, dann steckt ein bisschen was in den Funder. Ich meine, es geht wirklich alles an die Anwälte. Ja. So. Ich benutze das für nichts anderes. Ja. Keine Ahnung, schreibt mir weiterhin nette Nachrichten, haltet auf Twitter dagegen. Wir haben jetzt auch eine Facebook-Gruppe. Vor allem, wie gesagt, es muss jetzt halt auch was. Wir haben uns eigentlich ganz gut vernetzt. Und die Frage ist, was machen wir jetzt da draus? Im realen Leben. Also einerseits ist der Twitter-Aktivismus, glaube ich, also es ist super, so viel Sichtbarkeit zu zeigen, aber ich glaube, die Überlegung wäre jetzt, was ist der nächste Schritt? Wer wäre auch bereit, so ein bisschen rauszugehen und Politikern zu reden, die Kampagne ein bisschen zu pushen? Da persönlich. Ich habe mich so gefreut. Also, wie gesagt, mich haben Leute eingeladen zu sich nach Hause, um mich da zu verstecken, wenn es ganz schlimm wird. Also, das fand ich auch schon sehr aufmunternd, dass ich irgendwie ja, einen Unterschlupf habe und keine Ahnung, Leute haben mir Marmelade gekocht oder Plätzchen gebacken. Ma, was ist? Es ist alles, keine Ahnung, voll okay. Also, ich habe eigentlich alles, was ich brauche im Moment. Wunderbar. Ja, ich glaube auch, wir müssen diese ganze Bewegung auf die Straße bringen. Wir müssen schauen, dass viel mehr Frauen eben auch aus dem täglichen Leben, die mit Twitter nichts anfangen können, auch Anschluss finden. Also es gibt, wir haben jetzt in Wien damit angefangen, mit Speakers Corner, sprich mit einer Kundmachung einmal im Monat, wo jede Frau hinkommen kann. Es können auch Männer reden, aber halt immer erst zum Schluss. Aber wo jede Frau hinkommen kann und sich zu Wort melden zu allen möglichen Themen, ja, also man kann sagen, was man möchte. Die gleiche Initiative Lasst Frauen sprechen gibt es auch in Deutschland. Vielleicht könnt ihr euch, also vielleicht schaut ihr mal auf Instagram, da gibt es die Seite. Vielleicht könnt ihr da mal schreiben, hinschreiben, wenn ihr euch irgendwie daran interessiert, auch selbst etwas zu tun. Wenn die Leute merken, dass es nicht nur die Maries oder von mir aus die Donna oder die einzelnen Akteurinnen, die mit Klarnamen und Gesicht jetzt in dieser Sache sind, auf Twitter aktiv, sondern dass es ganz viele Frauen sind aus den verschiedensten Lebensbereichen und in verschiedenen Lebensaltern, die das mitbekommen und die ein Problem damit haben, wie diese ganze Geschichte abläuft, die Kritik äußern und sich auch trauen, im öffentlichen Raum sich zu Wort zu melden, dann kann das nicht passieren, was zum Beispiel einer Marie jetzt gerade ganz stark widerfährt. Denn das, was an Marie statuiert wird, ist ein Exempel, der uns allen anderen Frauen, ganz normalen Frauen, zeigen soll, das passiert mit dir, wenn du nicht brav bist, wenn du nicht lieb bist, wenn du dich zu Wort meldest politisch, öffentlich und es der öffentlichen Meinung nicht passt. Und das können wir uns einfach nicht gefallen lassen. Also in erster Linie braucht es eben die ganz große Solidarität mit dir und mit allen Frauen, denen es so ergeht. Aber es braucht eben auch jede einzelne von uns, die dann eben auch rausgeht und sagt, jetzt erst recht, wir gehen da raus, wir äußern uns dazu und wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und Und ja. ja, und sorry, ich wollte dich unterbrechen, und auch nochmal diese Gerichtsverfahren, ja, die wir jetzt ausfechten. Ich weiß, sie sind teuer und ich weiß, sie sind langwierig. Und natürlich profitiere ich davon, wenn ihr mir Geld gebt, dass ich die ausfechte. Aber ich glaube, wir setzen hier auch gerade Präzedenzfälle. Ja, kann ein Arbeitgeber was da, also darf ein Arbeitgeber mich für meine genderkritische Meinung irgendwie bestrafen oder ablehnen, ja. Und vielleicht ist es einfach Zeit, dass wir im Rechtsstaat jetzt einfach mal die Gerichte darüber entscheiden. Wir Ja. haben, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber es gibt jetzt quasi auch ein anderes Ding, wo es eine Abmahnung gibt wegen Misgendering als Beleidigung. Und auch, das wird auch vor Gericht landen. Also wenn wir das ausgefochten haben, ist es eine Beleidigung? Ist es strafbar?
einen Mann, also einen Mann, der transitioniert ist, weiterhin einen Mann zu nennen. Da machen wir jetzt auch ein bisschen, das wird einfach spannend, ja, weil ich glaube, es braucht halt dann wirklich so diese Einmischung des Rechtsstaates, um auch zu sagen, was halt geht und was nicht geht. Und vor allem auch, kann man einfach jemanden ein Nazi nennen und rechts nennen, um den Mundtot zu machen? Darf man Geschichte so hinbiegen, wie man möchte, für seinen Aktionismus? All das sind, ist ja noch so diese andere Ebene, ja, diese, wir müssen es nicht nur auf die Straße tragen, wir müssen auch zurückschlagen mit den Mitteln, die der Rechtsstaat uns bietet, ja, und ja, solche Sachen. Und ich glaube, da will ich auch noch mal Mut machen, falls jemand abgemahnt wird, dann schreibt mir einfach, weil ich glaube, es ist so ganz oft der Reflex, wenn man eine Abmahnung bekommt, und ich bin jetzt auch abgemahnt worden ein paar Mal, einfach so, oh mein Gott, okay, ich unterlasse einfach alles, und man unterschreibt, weil man denkt, okay, ich will jetzt nicht reingezogen werden in so ein Verfahren. Manchmal ist es aber auch sinnvoll zu sagen, nein, ich feche das jetzt aus. Ja, und dann schauen wir mal, wer von uns beiden hier falsch lag und wer am Ende die Rechnung bezahlen muss. Ja. Ich danke dir, liebe Marie. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen, Wort gewesen. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist immer extrem cool, mit dir zu sprechen. Es wird auch immer, wir haben auch immer Überlänge, aber wir reden anderthalb Stunden, so von 9 bis 9:30 und es ist 10, auf jeden Fall 10:30. Jetzt ist es irgendwie auch schon 10:50. Ja, aber ich habe dir wirklich gerne zugehört und du sagst wirklich so wichtige Sachen und ich danke dir für deinen großen Mut, für deine Standhaftigkeit. Du bist ein echtes Vorbild, auch dass du noch immer so gut beinannt bist, wie man in Österreich sagen würde. Also so, dass du machst einen extrem starken, stabilen Eindruck und hast deinen Humor nicht verloren. Und bitte, bitte lass dir deinen Humor niemals, aber das machst du eh nicht, ich will es nur sagen, niemals absprechen. Und austreiben. Lass dir deinen Humor nicht austreiben, denn das ist das Einzige, was uns, wie gesagt, schon davor bewahrt, verrückt zu werden in dieser Welt. Was bleibt noch? Was bleibt noch, wenn wir nicht ein bisschen Witze machen können über diese Männer? Ich danke auch den Zuhörerinnen. Also es waren bis zum Schluss ganz viele Leute dabei. Also beim nächsten Mal werde ich hoffentlich herausfinden, wie dieses komische Tool da jetzt auch wirklich funktioniert. Ich hoffe, wir haben bald wieder mal das Vergnügen, miteinander zu sprechen, vielleicht zu einem ganz bestimmten Thema. Das ja, und wir haben ja auch noch, wir haben ja auch eigentlich noch 3 Videos, die wir noch releasen müssen. Du kannst sie doch nicht anteasern, wenn wir sie gar nicht veröffentlichen wollen. Vielleicht, wo wir noch gerade rechtlich klären, ob wir die veröffentlichen können. Ob es klug wäre, die zu veröffentlichen. Aber wir haben 3 Bombenvideos. Die wurden ja aufgezeichnet vor dieser ganzen Vortragsgeschichte. Genau, und die haben wir in der Woche, da haben wir wirklich jeden Abend hier gesessen, stundenlang und aufgezeichnet. Die Recherche, die ich hatte, so den ganzen Transkinder-Sachen mit Madonna, haben wir irgendwie hier aufgearbeitet. 3 Videos, jedes ist 2 Stunden lang. Also ich weiß nicht, wie lang es ist. Ja, wenn du es jetzt anteaserst, müssen wir es fast uploaden. Aber schauen wir mal. Also die existieren. Wer weiß, ob sie nochmal rauskommen, weil dann... Ob sie jemals das Tageslicht... Eigentlich war Release-Datum so die Woche nach meinem Vortrag. Aber das hätte dann halt einfach... Das wär einfach uns dann wahrscheinlich zu sehr um die Ohren geflogen. Ja. Deswegen haben wir es jetzt erstmal zurückgehalten. Und mal gucken, wie es jetzt an der Abmahnfront aussieht. Ja. Das Gute ist, Donna kann ganz viele Sachen sagen, die ich nicht sagen kann, denn sie sitzt in Österreich. Und ich habe gelernt, es ist sehr schwierig, ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig, von Deutschland aus jemanden... Sag das doch nicht, jetzt lassen Sie es drauf ankommen und mahnen mich an. Nein, da wird kein Anwalt wird das sagen, weil es ist wirklich kompliziert. Weil ich wollte auch so gerne ein paar Österreicher abmahnen, aber ja, es ist nicht unpraktisch da aus quasi. Ich bin ja in Wahrheit funktioniere ich fast wie deutsches Exil, obwohl ich nie deutsche Staatsbürgerin war. Ich motz einfach aus dem Off immer wieder rein. Man kann mir nichts. Du bringst mich immer zum Lachen. Jetzt ist mein Kiefer auf einmal so angespannt. Wir hören jetzt auf. Ich sage jetzt gute Nacht.